Hallo und herzlich willkommen zum neuen Disney Dreamland Valley Stream am Montag diesmal. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich bin ein bisschen krank, darum muss ich es ein bisschen verschieben. Es tut mir sehr leid, aber Montag ist ja auch ganz gut. Hallo, herzlich willkommen. Oh, ich muss noch den Chat anmachen. Uiuiui. Damit ich euch sehe. Ja, da seid ihr ja, Freunde. Da seid ihr ja. Ah, wunderbar. Hallo, Alexandra. Hallo, Rüdi. Rüdi, Sternfahrt muss ich auch noch, da habe ich auch noch nichts gemacht. Aber ich lasse mir Zeit. Hallo, Yasi. Hallo, Linda. Hallo an die lieben Mods. Hallo, Sabine. Hallo, Michelle König. Und pünktlich. Ey, da habe ich doch gesagt. Was zweifelt ihr denn, Mensch? Natürlich. Also, natürlich bin ich pünktlich. Mit goldener Kiste direkt. Hallo, Rose. Ja, ihr seid am Start. Ulrike, Samira, Cindy. Archivstaub, du bist, glaube ich, neu. Aber hier gibt es keinen Staub, hier gibt es nur frische Luft. Aber herzlich willkommen. Hallo. Hallo an alle Neuen. Hallo, der Speed-Upper. Hallo, Vipapillo ist wieder dabei. Rosa-roter Alltag. Dich nenne ich jetzt immer schwarz-weißer Alltag. Wegen deinem Bild. Hallo. Guck mal, ich habe einen coolen Generator hier bei Dagobert gehabt. Monster-AG-Generator. Der passt doch voll gut neben das Haus. Der produziert den Strom aus den Lachern. Hallo, Tanja Merz. Hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Hallo, Funky. 1989 Code B. Hallo, Vampire Diaries and More. Oh mein Gott, hab dich noch nie live erwischt. Bitte grüße mich. Viele Grüße an Vampire Diaries and More. Ich komme mir ja vor, wie, als ob ich bei den Backstreet Boys bin. Meine Güte. Oder wie Taylor Swift. Wahnsinn. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Emily. Hallo, Diana. Hallo, ich bin Schmidti. Wunderbar. Ich hab's gemacht, Vampire. Hallo, geht dich nichts an. Geiler Name. Genau, hier habe ich schon so ein bisschen was gemacht. Hier die Brunnen hingebaut. Ja. Hier, guck mal, Wasserspender sogar von Monster AG. Habt ihr den schon gesehen? Monster, kommt leider keine Cola raus. Ich habe wieder Cola Zero gekauft. Ihr kennt es. Gibt's bei Lidl. Hashtag no Werbung leider. Auf euch. Und Diana, ey. Ey, warte, Diana, danke für 5,99. Dankeschön. Danke, wie lieb. Danke schön. Das ist gar nicht nötig. Danke, hallo Harry, hallo Conny Hartmann. Ich muss erstmal alle grüßen. Hallo Nattimond 32. Mir geht's gut, ich hoffe, dir geht's auch gut. Oder euch geht's allen gut. Hallo Nicole, Chrissy Rock, Juli ist wieder dabei. Schön. Diana X, danke wieder für 5,99. Vielen, vielen Dank. Hallöchen. Du kannst mir auch so Hallo sagen. Ich grüße trotzdem zurück, auch ohne Geld. Also noch. Noch bin ich auf dem Boden geblieben, aber wenn ich die 8000 Abonnenten habe diese Woche, dann raste ich komplett aus. Dann kommt der Höhenflug. Also dann hebe ich ab. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Ja, Diana Peters, danke auch für 5,99. Warum wird das denn wieder nicht angezeigt hier? Links, das nervt mich ja. Hä? Ah, ich muss das angezeigt werden. Das ist ein bisschen komisch. Dankeschön, die beiden Dianas mal wieder. Hallo, Rosa Libella, dankeschön. Olli, mal wieder absolut Lacker mit Items. Wo? Meinst du im Shop oder was? Dankeschön, Dianas, an die beiden Dianas. Danke. Hallo, Shanti. Hallo. Kennst du Vampire Diaries? Das ist so eine Serie, aber leider nie geguckt. Ich bin nicht so der Vampir-Fan. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe alle Twilight-Filme geguckt. Tatsächlich. Danke, Diana Peters. Dankeschön. Und Nollys Nachbarn denken ja erst bescheuert, weil er 5 Minuten durchgängig Hallo ruft. Ja, das sind die Gewohnheiten. Das mache ich auch so. Ich wache meistens nachts schweißgebadet auf und schreie Hallo. Rose, danke für 2 Euro. Das wird jetzt angezeigt. Ja, das ist komisch. Jetzt funktioniert es wieder. Danke, Rose, für 2 Euro. Vielen Dank. Ja, wir gucken jetzt mal, was wir für Items haben. Dankeschön. Danke. Hallo, Wahl. Hallo, Miss Bizzle Queen. Guten Abend. Ja, ich bin noch ein bisschen krank, darum der Stream erst heute. Ich möchte nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich versuche mein Bestes. Hallo, Kiba. Du bekommst immer die geilen Sachen. Hallo, Manuel Kruse Schwarz. Wir gucken mal. Also, hier unten ist bisher nichts. Dankeschön für eure Spenden. Vielen, vielen Dank. Das ist mega lieb. Dankeschön. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Ja, gucken wir erstmal hier oben. Ja, hier wunderbare Items. Die habt ihr bestimmt noch nie gehabt. Christian Ebert. Viele Grüße an das Weibchen. An das Weibchengeschlecht. Das Wort des Tages heißt heute noch. Warum heute noch? Hä? Lulu, danke für deine Mitgliedschaft. Ja! 6 Monate. Olli Jolly, dankeschön. Sehr lieb. Nehmen wir natürlich mit. Vielen Dank. Oh, was ist das denn hier? Ui. Galant. Galante Malerei. Da sprechen die, glaube ich, von mir. Ich bin auch sehr galant. Olli, wann machst du mal Dream Snaps? Wann mache ich Dream Snaps?
Ich habe Dreamsnap schon bewertet. Ach so, morgen mache ich mal mein Dreamsnap. Das hat sich leider alles ein bisschen... Oh, guck mal hier. Stelle die Pinnwand her. Was ist das denn Schönes? Uiuiui. Ja, morgen mache ich das mit. Hallo Melanie Pendel, herzlich willkommen. Hi. Sag mal hi. Meine Schwester, viele Grüße an die Schwester von Vampire Diaries and more. Gar kein Problem. Livi, danke für 3,49. Dankeschön. Wow. Danke, danke, danke. Hört bitte auf zu spenden. Das wird komisch, dass es aber in den Subs das jetzt wieder nicht angezeigt wird. Das verstehe ich nicht. Dass es manchmal oben links dieses Symbol kommt. Schade, dass es irgendwie so ein bisschen buggy ist anscheinend. Das ist ein bisschen komisch. Ach, sehr gerne, Ulrike, sehr gerne. Ich wollte jetzt nicht schon wieder verschieben auf morgen. Dafür geht es mir, glaube ich, auch nicht schlecht genug. Hallo, Lisa. Nein, ich ignoriere dich nicht. Hallo, hallo, Mr. Hyde. Dankeschön, Mr. Hyde. Dankeschön. Mega geile Serie. Twilight auch. Twilight Zone. Aber ist denn Twilight, die Filme, sind die nicht eher schlecht? Aber ich habe sie trotzdem geguckt. Ich weiß noch, ich habe die mit meiner Mutter geguckt, weil meine Mutter so ein Vampir-Fan ist. Die Lampe haben wir noch. Die ganzen, die habe ich doch auch alle schon. Also, hallo Daniela, danke für die Spenden, danke schön für die Mitgliedschaften, danke. Die Pinnwand habe ich auch gestern bekommen. Ja, die ist ganz schön. Aber habe ich die ganzen Tapeten nicht alle schon? Die habe ich doch gefühlt schon 20 Mal, auch die hier. Aber nicht in dieser Farbe, ne? Ja, die habe ich, glaube ich, in grün und so. Ja, ja, ja. Ich hoffe, du hast einen lukrativen Tommy Tag. Zunk, danke dir auch für 3 Euro. Was ist denn los? Warum wird das denn nicht angezeigt mit den Subs? Ich verstehe es nicht. Das ist ja irgendwie komisch. Das ist irgendwie blöd. Ich würde gerne, dass das... Danke, Tommy Zunk. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Danke. Viel zu viel. Danke, danke, danke. Ein Like reicht auch schon. Vielen Dank. Sehr lieb. Danke, danke, danke. Bei Zunk muss ich immer an den Zunk denken. Aber warum wird das nicht angezeigt? Das ist ein bisschen... Das ist mystisch auf jeden Fall. Keine Ahnung. Natürlich habe ich dir gesehen. Tange, danke an alle. Dankeschön. Die nehmen wir auch noch mit. Auf euch mal wieder. Prost. Ich glaube, es werden nur Spenden mit eigenem Text angezeigt. Ja. Aber Rose wurde gerade angezeigt. Hat sie denn was geschrieben? Nehmen wir auch mit. Na, ich muss doch mal gucken. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Letztes Mal lief das besser, ne? Hallo Shelly, hallo. Ich glaube, hier zu leben Rüdi, ist eine Rüdi Team Edward. Sache. Ja, ich war früher mal auf einer Schule, wo ich 18, 19 war. Da haben mich immer alle Edward genannt. Weil ich irgendwie so ein bisschen so aussah damals irgendwie. Auch mit den Haaren, auch diese komischen Haare. Und so, und da sah ich so ein bisschen wie, da haben die mich immer Edward, die ganzen Mädels, genannt. Die haben mir sogar so einen Zettel hinter meinen Stuhl gehangen. Da kommt ja wieder Edward. Oh, da habe ich, glaube ich, die Filme noch nicht mal geguckt. Aber man kannte ihn natürlich, ne? Mag keinen einzigen Schauspieler in Twilight. Robert Pattinson hat sich gemacht. Der ist ja jetzt der Batman. Also der ist schon ein guter Schauspieler auf jeden Fall. Der hat gelernt. Hallo Lisa Marie, hallo. Prost, du Sack. Oh, Leute. Danke nochmal, Tommy Zunk und alle anderen. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Wir gehen erstmal wieder auf Kistenjagd. Habt ihr schon das Update alle durchgespielt? Ich gehe mal davon aus, dass ihr es alle durchgespielt habt, ne? Ich hab schon viele gelesen. Hasse Twilight. Es gibt viele, die Twilight hassen. Aber soll das nicht sogar neu verfilmt werden oder so? Harry Potter machen sie jetzt eine neue Serie, ne? Ich hoffe, du kannst heute noch meinen Abend retten, da der Tag schon so extrem scheiße angefangen hat. Was denn passiert, Lululu? Och nein. Olli, der Sonntagabend gestern war voll langweilig, weil du nicht live weißt. Gerne Wiederholung gucken. Nein, das tut mir sehr, sehr leid. Diesen Sonntag machen wir auch wieder. Nur ihr kennt das ja, wenn es einem so blöd geht. Liv, jetzt hör auf! Aber guck, Liv, jetzt wird das nicht angezeigt. Das ist ein bisschen komisch, auch wenn du was schreibst. Ich muss da nochmal gucken. Seltsam. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Danke, Liv, jetzt hör bitte auf. Dankeschön für 2,49. Ich hoffe, wir werden einen schönen Stream haben. Herrlich aus. Du meine Güte. Ich muss erstmal in den Supermarkt. Da muss ich mir noch ein paar, brauche ich auf jeden Fall ein neues Heizkissen. Ja, und Schätzchen, habt einen schönen Stream auf jeden Fall und kommt mal gerne die blaue Oma besuchen. Zu mir kommt ja leider keiner mehr. Ich backe auch leckere Plätzchen für euch. Dankeschön, Livi. Dankeschön. Nee, bin noch lange nicht durch mit dem Update. Ja, ich lasse mir auch Zeit. Ich lasse mir auch mit dem Sternfahrt Zeit. Also, ich stresse mich da auch wirklich nicht. Ne? Also, viele sind ja schon durchgewascht, sogar mit dem Sternfahrt. Ich lasse mir da echt Time. Ich habe mir auch bei Rift in Time, habe ich mir ja auch 6 Wochen Zeit gelassen oder 7 oder sowas. Was soll man sich stressen? Wir haben ja eh noch den ganzen März und April vor uns. Gucken wir noch ein bisschen nach Kisten.
Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht durchgespielt. Dann hoffentlich hat die liebe Gina dich gepflegt für uns. Ey, Michelle, total. Voll Props an Gina, ehrlich. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das ist sehr lieb. Also ich würde mir selber auf den Sack gehen, wenn ich krank wäre. Ich bin dann sehr, sehr nervig auf jeden Fall. Und so und immer quengelt immer so rum, so, oh, Kopfschmerzen. Oh, Durchfall, kannst du mir bitte den Popo abputzen und oh, und ich huste, wiederholst du mir Hustenbonbons. Also das ist wirklich eine Qual, muss man echt sagen. Ich hab die Monster noch nicht einmal. Lass dir Zeit, musst du ja auch nicht. Olli soll spielen und nicht singen. Hab ich schon gesungen? Naja, ich hab doch noch gar nicht gesungen, Yasi. Kommt aber noch garantiert. Ah. Hallo Yukukuka Akane, ich bin leider nur kurz da, aber wünsche dir viel Spaß und einen schönen Stream. Bin echter Fan für liebe Grüße an dich und Chat. Danke Yukika Akane. Das ist sehr lieb, vielen Dank. Schade, dass du nicht bleibst. Mein Mann hat auch die Männergrippe. Dann Yasi, gute Besserung an deinen Mann. Ist es immer schlimm. Es ist wirklich immer eine Höllenqual. Ja. Aber ganz plötzlich, ich habe nachmittags geschlafen am Donnerstag. 17 Uhr, habe glaube ich so 1,5 Stunden Nickerchen gemacht. Ich bin aufgewacht wie ein Wrack. Also ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte sogar Fieber. Also ich hatte glaube ich irgendwie 38,5. Also wirklich. Nur weil ich Nickerchen gemacht habe, es ging mir grottenschlecht. Und nachts bin ich aufgewacht, da war Fieber plötzlich weg. Ich war eiskalt, also total komisch. Hallo Cindy74, du machst das Spiel echt noch interessanter. Oder das Spiel macht mich noch interessanter. Es ist so eine Beziehung zwischen uns. Ein Geben und Nehmen, aber vielen, vielen Dank. Hallo Kadi95, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hat Agina anscheinend gut hinbekommen. Ja, ich versuche mir es nicht so anmerken zu lassen, aber sie hat sehr gut hinbekommen, auf jeden Fall. Es geht mir deutlich schon besser, aber mir geht es immer noch nicht richtig gut. Ich merke das noch. Aber ich wollte es heute nicht schon wieder verschieben. Ich habe nämlich gestern gedacht, heute geht es mir besser, aber dann ging es mir auch nicht besser. Das war das Problem. Und dann dachte ich, ach komm, morgen geht's, aber es geht immer noch nicht so wirklich. Aber morgen geht's wahrscheinlich auch nicht besser. Dann dachte ich, ach komm, ich mache heute. Let's go. Ich will euch auch gerne wiedersehen. Ne? Nächste Woche setze ich mal Olli Dreamsnaps aus. Andere sollen auch mal reinkommen. Sehr gut, Michelle. Ja, sind ja auch schon viele neue, ne? Sind schon viele neue. Kann man jetzt eigentlich dieses Haus hier wegbewegen? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Ne. Warum kann man das immer noch nicht wegbewegen, Mensch? Entwickler hier, wenn einer von Gameloft zuguckt. Speed, schreibt hier mal an, Baumhaus soll man wegbewegen können. Was los? Das wäre mal ein Top-Feature. Da würde ich sogar Geld für bezahlen. Leider geht es immer noch nicht. Also, lebe ich hier im Takatuka-Land oder was? Mein Mann ist auch gerade krank. Sterbender Schwan. Archivstaub, dann viele Grüße an den Mann. Du musst den pflegen. Du musst den Vic Hustenbonbons holen. Du musst den Vic Vaporopo in den eincremen. An alle Körperstellen, in jede Ritze. Sonst wird es nichts. Ich sag's dir. Mach Bundesliga an, wenn er Fußball guckt. Oh, da haben wir schon mal Mondsteine. Wow. Ja, ich brauche unbedingt Mondsteine. Ich kann mir mittwochs absolut nichts leisten. Ich kann mir leider nichts leisten. Hallo Jens, hallo. Jensi. Grüße zurück. Hi. Schön, dass du da bist. Wieder mal da bist. Hallo, hallo, hallo. Aber mal ein Mann, der dazu steht. Ja, ist ja so, ne? Hallo Julia, danke schön. Danke, danke, danke. Es geht schon tatsächlich ein bisschen besser. Es geht schon ein bisschen besser. Auch dank euch. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich muss auch noch super viele Kommentare beantworten. Mega, mega viele. Das kommt auf jeden Fall alles noch. Ich hab's leider nicht geschafft. Vor allem, wenn man so brach liegt und dann muss man immer aufs Handy gucken oder auf Bildschirme. Ihr wisst ja, wie schwer das ist und nervig. Ne? Ich weiß, es war schon mal Thema, aber der Berg im Vergessenen Land ist mir nie aufgefallen. Welcher Berg? Der da? Oder welchen Berg meinst du? Den hier? Meinst du jetzt bei mir oder generell? Der steht ja nicht immer. Ja, mit den Seen verschieben, ich glaube, das wird nie kommen. Ich glaube, das wird irgendwie echt nie kommen. Das ist großartig. Ich lerne hier so viel. Das ist großartig. Ich lerne hier so viel über mich und das Welly. Hab ihn schon eingeschmiert und in den Schlaf gekuschelt. Dann, damit ich Ruhe habe, in deinem Stream. Meine Güte. Kinder und Männer alle auf einem Niveau. Der Arme. Aber er merkt ja nichts davon. Ja, hier habe ich jetzt den Sternprojektor hingestellt. Den finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Hier habe ich die Popcornmaschine jetzt hingestellt. Hey, die soll doch laufen. Mensch. Kinders. Hallo, Sally. Hallo. Sally Rose. Herzlich willkommen.
Männergrippe ist sogar ärztlich erwiesen, dass es das gibt. Ja, ich glaube, Männer, das Problem, ihr kennt das ja, haben wir auch schon mal drüber geredet, Männer haben anderes Schmerzempfinden, ne? Frauen ertragen da einfach evolutionär mehr durch Schwangerschaft, durch die monatliche Regel und so weiter. Das kennen ja Männer nicht. Und wenn Männer dann mal was haben, dann bricht natürlich die Welt zusammen. Man denkt, man stirbt, weißt du? Das ist ja wirklich so. Und Frauen sind das halt gewohnt, ne? Die sind halt Schmerzen in jeglicher Form einfach gewohnt, so, weißt du? Und dann juckt die das nicht, wenn die mal Grippe haben, weißt du? Da gehen die trotzdem zur Arbeit. So ist es halt. Und guck mal, ganz ehrlich, wenn ich in der Steinzeit leben würde, guck mal, wie alt bin ich jetzt? 33, da wäre ich schon gestorben, alterstechnisch. Ich wäre ja eigentlich schon tot. Ne? Früher haben die ja gar nicht so lange gelebt. Ne? The Situation. Moin, mein Lieber. Ich soll für meine Frau fragen, wie lange du heute on bist. Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall ein paar Aufgaben und so. Halb zehn, denke ich mal so, ne? Also mindestens so halb zehn rum. Oh, das Haus muss ich auch noch dekorieren. Muss ich auch noch mal machen. Steht bei mir auch auf der Kirmes, ja. Und ich würde dir dann mal per PN meinen Snap schicken. Hau raus, schick, schick, schick. Kein Ding, kein Ding. Diese Zäune muss ich auch mal hier wegmachen. Das sieht auch so schrecklich aus. Das machen wir auch mal hier weg. Guckt euch gerne aber das Zaun-Video an. Das war spektakulär, ich sag's euch. Spektakulär. Zack. Aber schöne Zäune, schöne Zäune. Kann ich nur empfehlen. Oh, die muss ich auch nochmal produzieren hier. Weg damit. Zack, zack, zack. So. Das auch noch weg. Ja, zum Glück bekommen die Frauen die Kinder. Ja, zum Glück Lisa. Also da beneide ich euch auf jeden Fall nicht. Also ich möchte nicht bei der Geburt dabei sein. Höchstens im Bauch haben. Dieses Feeling hätte ich schon ganz gerne. Das ist, glaube ich, cool. Also das, da beneide ich Frauen drum. Aber die Geburt an sich, da sollen die mich in Vollnarkose legen und alles rausholen. Ich will damit nichts zu tun haben. Gehe auch, während ich Mandelentzündung habe, gerade arbeiten. Ihr siehst, Lisa Marie, ich würde mich 3 Wochen krank melden. So ist es. Ihr haltet die Wirtschaft am Laufen. Das ist wunderbar. Schön, ich habe jetzt auch einen weißen Eis-Dingsbums, Eisverkaufsstand. Ja, folgt mir auch gerne auf Twitch, Instagram, Facebook, TikTok, obwohl ich bei TikTok leider nicht mehr aktiv bin. So wirklich. Das ist mir zu schnell geworden. Also da bin ich auch nicht mehr jung genug für, ne? Vielleicht irgendwann mal. Svenja, Chester, hallo, herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. So, wo ist hier? Erstmal hier die Lage checken. Kisten, Kisten, Kisten. Oh, Papa ist zu dick geworden, der kommt hier nicht mehr durch. Geburt ist chillig, Zahnarzt ist schlimmer. Ja, kommt glaube ich drauf an, was man beim Zahnarzt macht, ne? Wenn man da jetzt irgendwie Wurzel-OP hat, das ist natürlich nicht so geil. Hä, der Baum ist verrückt. Wo ist der? Gute Besserung, Lisa Marie. Stimmt, gute Besserung. Rosa, danke für deine Mitgliedschaftsverschenkung, dankeschön. Warum wird das nicht bei den Subs angezeigt? Das ist total komisch. Das ist irgendwie seltsam. Wer hat es denn bekommen? An Daniela Netzer. Viel Spaß mit der Mitgliedschaft. Danke, Rosa, nochmal. Vielen Dank auch für deine Spenden immer. Danke, danke, danke. Das ist sehr lieb. Also nicht Rosa, sondern Rose, natürlich. Oh, den Baum muss ich wieder richtig... Oh, man sieht das Valley vor lauter... Was ist denn hier passiert? Ach, die Pilze sind wieder gewachsen. Pilzsaison wieder hier. Einmal weg. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Ein Hoch auf die Frauen, ja. Das kann ich nur so wiedergeben. Ohne Frauen wird es auf jeden Fall nicht so viele Blödsinn auf der Welt geben. Was ist denn? Haben die den Baum irgendwie anders gemacht? Irgendwie passt es hier nicht mehr hin. Was ist denn los? Deswegen nicht? Jetzt, okay, da ist dieser Bottich hier, ist ein bisschen komisch. Dann stelle ich ihn mal. Dann kommt er da hin. So. Ich supporte dich gerne, aber bei TikTok war ich raus. Passiert eh nichts mehr so richtig. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein paar Tänze oder sowas. Mal gucken. Wenn gar nichts mehr bei YouTube geht, tanze ich bei TikTok. Beim Zahnarzt nur komplett gedopt. Dreifachdosis. Danke, dass ihr gerade an alle am Start seid. Danke, danke, danke schön. Vielen Dank. Ja, wir suchen gerade eben noch ein bisschen Kisten. Aber ich glaube, ich suche nur hier die Kisten. Olli, du brauchst viele Sauger. Ja, das stimmt. Oh, das muss ich auch noch dekorieren.
Ja, ich bin gerade zu faul, diese ganzen Nebelsachen zu sammeln und sowas. Das mache ich, glaube ich, erst, wenn das neue Rift in Time Update kommt oder so im April. Dann mache ich mich mal wieder ein bisschen auf Suche nach Fragmenten und so. Aber erstmal Monster AG durchballern. Ne? Hier ist auch keine Kiste. Ist auch wirklich schwierig zu finden. Mein Sohn hatte gestern Geburtstag, du musst für ihn singen. Mein Sohn ist 4 Jahre alt geworden. Er heißt Alessio. Hauptsache Alessio geht's gut. Herzlichen Glückwunsch Alessio zu deinem 4. Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Alessio. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wäre auch wieder gerne 4. Ist das beste Jahr auf jeden Fall. Lass dich nicht unterkriegen. Geh nicht in die Spielothek. Und ja, leb dein Leben auf jeden Fall. Da kommt noch viel. Da kommt noch viel. Boah, Rosa, du spinnst. Bei Rosa wird es immer angezeigt. Rosa spendet 10 Euro. Das ist komisch. Rosa, danke schön für 10 Euro. Du bist Wahnsinn. Danke, womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Ich bin doch gar nicht so bedient. Dankeschön, Rose, danke. Danke an alle, die gespendet haben. Vielen Dank und für die Mitgliedschaften und Likes und Zugucken und Kommentare. Danke, viel zu viel. Ich bin der erste Halbgott. Ey, bitte nicht in den zweistelligen Bereich, das ist Wahnsinn. Dankeschön. Danke, danke, Rose, voll lieb. Danke, ich würde mich noch mehr freuen, aber ich habe Kopfschmerzen. Dankeschön. Oh, sehr, sehr lieb. Jennifer Münch, warum schreibst du eigentlich immer so Zahlen auf, wenn jemand was spendet und die Zahlen stimmen nicht? Irgendwie verstehe ich das nicht. Das musst du mir mal erklären. Warum denn 1999? Hä? Das machst du irgendwie immer. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das musst du mir mal erklären. Danke, Rosa. Das ist mega lieb. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Danke, danke, danke. Bei mir spinnt gerade der Laden im Menü rum. Okay. Aber bisher... Danke nochmal. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Danke, danke, danke. So, kurz das Kind ins Bett bringen. Alles klar, Lisa. Aber läuft das denn jetzt bugfreier? Also, alle Leute, die Fehler hatten, sind die Fehler jetzt weg? Ich glaube schon, oder? Also, ich habe jetzt nichts mehr gehört wegen Bugs oder so. Danke, Rosa. Rose. Rose. Obwohl, Rosa finde ich auch ganz schön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es ist voll lieb. Echt, danke. Jedes Mal. Dankeschön. Super, super süß. Danke, danke, danke. Mega viel Geld weiß ich wie immer sehr zu schätzen. Jeden Euro weiß ich sehr, jeden Cent weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Nicht selbstverständlich. Oh, guck mal, hier ist noch eine Erinnerung. Bei iPhone kann man einen Beitrag wählen. Hä? Das verstehe ich nicht. Weil das sind 20 Euro. Hä, aber sind... Hä? Meinst du insgesamt? Ach, du zählst das immer zusammen, was ich gespendet bekomme, oder wie? Du kannst gerne singen, nur zu DSDS solltest du nicht gehen. Vielleicht zum Songquiz oder sowas. Ich streng mich aber auch extra nicht an. Ich sing extra schief, Leute. Ich möchte euch nicht irgendwie eifersüchtig machen durch meinen schönen Gesang. Alle sollen sich ja hier wohlfühlen und manche würden sich dann schlecht fühlen, wenn ich jetzt hier plötzlich loslege. Ne? Nee, 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 das lassen wir dann mal. Nö, bei mir hängt ständig alles. Okay, bei mir hat sich's ein bisschen eingespielt auf jeden Fall. Hab auch noch Bugs. Okay, das ist ein bisschen doof. Danke, Rosa, nochmal. Vielen, vielen Dank. Okay, ich glaube, hier sind keine Kisten. Der Fotomodus spinnt bei mir. Hm. Habe ich noch gar nicht so häufig ausprobiert eigentlich. Ich will endlich den Fuchs haben, der im Rucksack ist. Habt ihr den schon gesehen? Den will ich so gerne haben. Wir wollten gestern pikanten Skorpionspieß kochen. Und da kam aber Rohkost raus. Jetzt in echt? Achso, im Spiel. Ich dachte schon, ihr habt jetzt... Skorpion aufgespießt. Du machst jetzt so eine Dschungelcamp-Challenge. Bei mir hängt das Spiel auch noch ab und zu. Ich glaube, bei mir ist das immer, wenn ich irgendwo was hinstelle. So ein Haus. Rüdi, oh Mann, danke. Danke für deinen geilen Content. Dankeschön, 5 Euro. Shanti, auch nochmal danke für 2,49. Dankeschön. Liebe deine Videos und Streams. Ihr seid ja süß. Danke. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für die milden Gaben. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Danke, danke, danke. Danke, vielen lieben Dank. Also wirklich, danke. Ich, sehr, sehr süß. Da geht's mir schon gleich besser. Geld ist doch immer noch die beste Medizin. Dankeschön, sehr lieb von euch. Ich weiß es sehr, sehr zu würdigen, sehr zu schätzen. Bitte aber nur spenden, wenn ihr es auch wirklich habt, ne?
Also nicht irgendwie, ja, danke, Wahl. Ja, jetzt funktioniert das. Hä, Wahl giftet Bell wanted it a membership. Aber sehe ich gar nicht im Chat, witzigerweise. Doch, jetzt. Ja, danke schön, Wahl. Das muss ich noch auf Deutsch übersetzen. Ja. Nein. Dankeschön, Wahl, für die Mitgliedschaftsverschenkung. Ist ein Fehler aufgetreten. Ja, melden. Melden, melden. Ja, guck, jetzt ist witzigerweise abgestürzt. Diese Spiele spiele ich gerade alle. Rocket League, Helldivers 2 haben wir letztens bei Twitch gespielt. Oh, Spider-Man 2 muss ich noch weiterspielen. Das hat Gina früher immer gerne gespielt. Hier Plants vs. Zombies. Oh, Dead by Daylight müssen wir mal wieder zocken. Uiuiui. Das ist auch ein schönes Spiel. Das ist auch cool. Dankeschön, Wahl. Vielen Dank an die ganzen Spenden von Shanti und Rüdi. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr lieb. Da freut sich Bell. Dankeschön. Alter, jetzt warte mal, hört mal bitte auf. Olli, geh mal in den Dschungel, wo Rapunzel stand. Da kann man an einer Stelle nichts platzieren. Gucke ich gleich mal. Wenn ich Klamotten anklicke, habe ich plötzlich ganz andere an seit dem Update. Vielleicht ist da jetzt so eine KI drin, die Modeberater ist oder sowas. So ein Guido Maria Kretschmer KI oder sowas. Hallo Schnalle. Hallo zusammen. Ich liebe Grüße. Bin zwar direkt wieder weg, aber wollte nicht grußlos gehen. Das finde ich sehr ehrenvoll. Danke, Ehrenschnalle. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Danke. Hallo Michi Mausi 93. Hallo. Ey, ihr spinnt. Erstmal Melody Pedal, danke für 10 Euro. Danke auch immer für deine ganzen Spenden. Vielen Dank und für den kleinen Hund, der Thank You sagt. Ich bedanke mich zurück an euch alle. Ohne euch, wie gesagt, wäre das Ganze nicht möglich. Ihr seid Wahnsinn. Also ich kriege da immer so viel Liebe. Danke auch an die Mods, danke an Linda, Yasi, Livi, Speed und Cindy auch in den Discord, im Chat. Ihr macht wirklich immer super Arbeit, will ich auch nochmal gesagt haben. Danke wirklich. Also boah, das ist Wahnsinn. Dankeschön. Melanie, voll viel zu viel. Danke. Sehr, sehr süß. Und die Köpfe mancher Charaktere wackeln. Das habe ich bisher nur in so Videos gesehen. Hallo Eileen Werwolf. Wollte mir mal das Bündel von Bell kaufen und es hing ewig. Das ist komisch. Jetzt spielst du denn auf der Switch? Hallo Eileen. Ich glaube, dich habe ich auch noch nie gesehen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo Suiso und alle Neuen. Boah, Sabine, danke für deine Unterstützung und dass du immer Zeit für uns nimmst. Oh nein. Boah, bist du des Wahnsinns 24 Euro? Boah. Das ist mega lieb. Dankeschön. Das ist voll süß. Danke. Wahnsinn. Boah. Hallo Sabine H. Ich bin überwältigt. Das ist viel zu viel. Dankeschön. Wow. Sehr gerne. Ich streame ja sogar eigentlich zu wenig, finde ich. Ich streame ja sogar zu wenig. Ich versuche immer, dass es zeitlich passt. Donnerstag kommt auf jeden Fall auch der nächste Stream. Ich versuche mein Bestes, versuche auf jeden im Chat einzugehen. Also falls ich euch mal vergesse, schreibt gerne nochmal. Danke, ey, mega lieb, Sabine, wow. Also ich hoffe, bitte lass es nicht zu viel sein. Dankeschön, der Monat ist noch lang. Wir müssen alle noch durchkommen. Dankeschön, Sabine, vielen, vielen Dank. Wow, wo kommt Big Brother auf Join, kann man das gucken. Sogar 24 Stunden live mit den normalen Menschen. Boah, Alter, hört auf, Wahnsinn. Dankeschön an alle. Ich kann mich nur verbeugen, Dankeschön. Macht mich jetzt schon wieder fertig. Danke, ich glaube, wir haben jetzt in jedem Biom geguckt. Ich habe keine Kisten gefunden. Wir können auch mal auf die Insel gehen eben. Da machen wir gleich auch, spielen wir auch gleich richtig. Ey, dankeschön. Wow, vielen, vielen Dank. Boah, Wahnsinn. Du bist so ein lieber Kerl, Olli, weil du jeden grüßt. Das freut mich, Ulrike. Das will ich auch so lange beibehalten, wie es geht. Ich liebe das. Dankeschön. Ach, Cindy, nein. Ihr seid voll sweet. Ich sag ja nur danke und nerv alle damit. Oh Gott, die Wege muss ich auch noch wegmachen. Ey, dankeschön. Viel zu viel. Ein Euro reicht auch. Das ist wirklich Wahnsinn. Olli, hast du schon deine gekauften Mondsteine bekommen? Ja, habe ich vor 3 Tagen noch bekommen, wo ich das Bell-Update-Video gemacht habe. Am Freitag habe ich das bekommen. Ja, guck mal, hier sind sogar noch die Reste von dem außerirdischen Bild. Danke, Sabine, für 23,99 nochmal. Danke auch mit Melanie Pendel für 10 Euro. Danke an alle Wahl, auch nochmal für die Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ich habe immer Angst, dass ich mich zu wenig bedanke. Wahnsinn, wirklich super, super lieb. Also, Wahnsinn. Dankeschön. Ich merke schon, wie meine Kopfschmerzen verschwinden. Dankeschön, ihr seid so lieb. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr süß. Ich meinte den Berg im vergessenen Land, rechts hinter der eigentlich zur Landschaft gehört. Da müsste ich gleich nochmal gucken. Falls du dich fragst, was du tun sollst, ich schaue auf den zweiten Screen. Rüdi, guckst du etwa Big Brother? Also hier, Rüdi, ich sag dir ganz ehrlich, das hier im Stream, das ist viel echter als Big Brother. Hier ist das echte Leben und hier sind auch die Kisten. Guck mal, die gibt's bei Big Brother nicht. Hier sind sie.
Ich kann nicht mehr. Ich habe Starkschmerzen und mir ist so schlecht und ich habe starkes Fieber. Jennifer, dann gute Besserung. Versuch irgendwie was zum Arzt zu gehen. Warst du beim Arzt schon? Das hört sich nicht gut an. Fieber ist immer schlecht. Oder am besten Augen zumachen. Und einfach nur zuhören, meiner lieblichen Stimme. Ich kann auch noch mal gerne für dich singen, vielleicht, wenn du willst. Ich grüße meine Perle, der neben mir im Bett liegt und im Stream mit mir guckt. Und sich schon fast mehr freut, dich zu gucken als ich. Dann viele Grüße an die Perle. Ja, ich zerstöre Beziehungen. Mache ich sehr gerne. Nein, Spaß. Jetzt muss ich mich auf zwei Sachen konzentrieren. Olli im Big Brother. Leb, leb, so wie du dich fühlst. Leb dein Leben so, wie es keiner tut. Keine Ahnung, wie der Song geht. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder und ein Freund fürs Leben. Du bist immer für mich da. Egal, was auch passiert. Bist mein großer Bruder und du bist immer bei mir. Ab nach Malle, würde ich sagen. Ab in den Gigapark. Ne? Oder kennt ihr noch das vom Luminator? Zweite Staffel damals? Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil. So richtig dreckig und gemein, wenn du ein Schwein bist. Ist alles geil. Oder irgendwie sowas. Hatte ich sogar damals auf CD als 12-Jähriger oder sowas. Als Single. Der Nominator war das. Christian, der Nominator. Und in einer Woche kommt das DBD-Update. Celine, dann werden wir auch wieder DBD spielen. Ich hoffe, du bist dabei. Oh, da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ich sehe sie. Ja. Hier sind die ganzen Kisten. Wirklich. Also, falls ihr Kisten sucht, die sind alle hier. Hallo, Warner. Hallo, 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 hallo. Hallo, Conny Schröter. Gute Besserung, alle. Ja, gute Besserung. Big Brother muss ich auf jeden Fall aber auch nochmal gleich gucken. Ja, Olli, sing. Gibt es wieder neue Musik auf der Insel? Hab was gerade ist noch nie noch gehört. Ich glaube nicht, dass da neue Dinger sind. Aber generell sind hier neue Songs. Auf der Insel sind ganz andere Lieder, auf jeden Fall. Ich hatte das auch als CD, geil. Ich hab mal vor 5, 6 Jahren alle meine CDs verkauft. Ich hatte mal wirklich richtig viele Alben und sowas. Ich glaube bestimmt so 100 Stück oder so. Und Singles, hab das alles verscherbelt. Wir haben nämlich in Münster so einen Laden, Andres CD-Shop oder sowas. Da konnte man den ganzen Kram verscherbeln. Weil ich habe ja gar keine physischen Sachen mehr. Ich habe auch kaum noch Spiele in physischer Form, tatsächlich. Das Fieber bei Olli steigt gerade wieder, ja. Immer wieder, wenn ich dieses Fieber spüre, immer wieder. Irgendwie so geht das doch. Viele Grüße an Helene. Viele Grüße. Die hat doch jetzt mit, die hat doch dieses, wer ist das mal, Atemlos durch die Nacht, hat die doch jetzt mit Shirin David nochmal neu aufgenommen. Obwohl ich das auch schrecklich finde, den neuen Song. Ich fühle mich alt, lang ist es her. Ja, voll, ne? Olli hat einen Fieberwahn, das habe ich jedes Mal im Stream. Vielen Dank nochmal, wow, danke, danke, dankeschön. Hallo, Schatz. Natürlich bin ich bei DBD dabei, sehr gut. Wie bekomme ich die Kisten, wenn ich das DLC noch nicht habe? Ich glaube, dann, Rüdi, sollten die Kisten eigentlich nicht bei dir auf der Insel sein. Also das wäre komisch, wenn du keine Kisten mehr hast und du den DLC aber auch noch nicht hast. Dann sollte das ein Bug sein. Muss leider jetzt weg, Nicole Groß. Dir auch eine gute Nacht. Dankeschön. Hallo, Mali. Hallo, Mali, Mali, Mali. Olli ignoriert mich. Nein, Stephanie Ebert, ich muss eben, ich bin noch gar nicht im Chat ganz unten. Keiner wird hier ignoriert. Oh, ich habe schon ein bisschen Bauchkrummeln wieder. Uiuiui. Ich glaube, die Cola schlägt ein bisschen auf den Magen. Ich möchte hiermit meine Perle im Wohnzimmer grüßen. Die Olli guckt. Ja. Die Olli, während ich im Schlafzimmer bin, das Bett beziere, während auch ich Olli gucke. Das finde ich wunderbar. Also man sollte eh, wenn man Haushaltssachen macht, sollte man immer Olli Jolly dabei gucken. Das motiviert und die Wohnung wird nachgewiesen auch sauberer. Ja, solltet ihr immer machen. Also bei allen Aktivitäten im Leben immer mich hören und sehen. Selbstverständlich. Meine Perle ist mein Mann. Oh, dann viele Grüße an den Perlo. Liebe Grüße, Olli, von meinem Mann. Ich soll dir erzählen, dass er noch Vinyl hat. Das soll er auf jeden Fall behalten. Vinyl ist ja wieder in. Ne? Danke, Olli. Kommt mir vermutlich so wenig vor. Ja, also, es wäre komisch, Rüdi, wenn du den DLC noch nicht hast, aber die Kisten sind auf der Insel. Also, das wäre schon sehr, sehr komisch. Und ja, ich weiß, ich muss auf der Insel noch viel bauen. Ich habe hier noch gar nichts gemacht. Es kommt alles irgendwann noch. Ich will erstmal alle Häuser haben, die wir die nächsten Wochen noch bekommen. Und dann wird gebaut, 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 gebaut. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch erstmal alle Kisten. Ich slide nochmal eben schnell hier durch. Gut, ich koche gerade. Oh, was gibt's denn Leckeres? Hier war schon der schöne Campingort von Rapunzel.
Räume gerade die Küche auf, klappt also. Ja, ne, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt Olli Jolly. So ist es. Hier ist auch keine Kiste mehr. Boah, ich war schon so lange nicht mehr auf der Insel. Hab auch noch Vinyl. Rüdi. Ich hab leider nur Spotify. Boah, wie sieht's denn hier aus? Meine Güte. Was ist denn hier passiert? Das war doch mal total clean. Der einsame Stand. Vor allem das Fleisch bei 50 Grad in der Sonne. Lecker. Perfekt. Salzstangen zu Cola. Ey, Nan, ist das eigentlich wirklich wahr oder ist das eine Legende? Also ich habe gehört, Salzstangen und Cola würden gar nichts bringen gegen Bauchschmerzen. Diese Capture-Card! Ich verfluche dich! Oder HDMI-Kabel, ich hab dich doch schon ausgetauscht! Das sind tolle Staubfänger. Ja, das stimmt. Okay, ich würde mal sagen, wir machen Mike. Wir machen Mike. Let's go. Ab auf die alte Insel wieder. Oh, Juwek-Reis, sehr lecker. Mm. Der aus dieser Tüte von Uncle Ben's. Oder wie der heißt, der eigentlich noch Uncle Ben's? Oder da ist doch jetzt Ben's einfach nur, ne? Oder sowas. Ich habe auf der Insel auch nichts gebaut. Ich bin lieber im Tal, habe auch alle Häuser rübergeholt. Ja, ich mag das Tal auch lieber tatsächlich. Muss ich sagen. Ich finde das auch besser. Also ich bin auch ungern auf der Insel, aber wahrscheinlich, weil ich noch nichts da wirklich gebaut habe. Und hier auch alle sind, ne? So, Mikey. Und danke nochmal für alle Spenden. Vielen, vielen Dank an alle Mitgliedschaften und für die lieben Worte. Auf allen Plattformen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hallo Diana Nietzsche, hallo. Ach, ist gar nicht so schlimm. Wir haben eigentlich noch gar nicht so wirklich angefangen, muss ich tatsächlich sagen. Wir gehen jetzt mal zu Jeremy. Also ich habe bisher eigentlich nur Kisten gesucht. Das wurde auch mal wieder Zeit. Weil das Problem ist, wenn man 3 Tage ja nicht sucht, dann verschwinden die ja immer am 4. Tag, ne? So, Popelmann. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Ich bin Oha, da läuft es. Oha, läuft. Heute läuft es bei dir, Olli. Warum? Stopp, da stand Rapunzels Haus. Hä? Wie Rapunzels Haus? Warum Rapunzels Haus? Ich bin noch wach und jetzt noch Zähne putzen. Zähne putzen immer sehr, sehr wichtig. Ich habe auf der Insel auch noch nichts, bin lieber im Tal, genau. Ich bin die letzten Tage mein Valley am Umbauen, bin jetzt auf die Wiese. Habe aber nichts für den Jahrmarkt. Ich mache jetzt halb Dorf, halb Disneyland und warte noch auf das Schloss zum Kaufen. Das kommt auch bestimmt sehr, sehr oft noch, das Schloss. Olli, Cola ist eigentlich nicht gut für den Magen-Darm, weil es reizt. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Wann machst du das Video mit den Beuteln? Ich brauche noch mehr Beutel, das sind noch zu wenig leider. Doch, Cola bringt etwas, aber nur die Originale, das auf den Zuckergehalt ankommt. Ja, ich habe leider nur das mit diesem komischen Zero-Zucker, der krebserregend ist. Laut amerikanischer Studie. Ich glaube, in Amerika ist das noch nicht mal erlaubt, da gibt es nur Leid. Hallo Nevana, hallo, nein, du hast nicht viel verpasst. Nur viele Spenden und liebe Menschen und gute Talks. Dankeschön nochmal. Aber wir fangen jetzt gerade erst an. Ich weiß auch nicht, die Insel ist irgendwie so düster. Das Tal ist einfach traumhaft, ja. Ne? Du solltest mal nach der Errorfeld im Dschungel schauen. Nach dem Errorfeld. Ach so, oh, dann müssen wir das gleich nochmal machen, sorry. Sorry, dann machen wir das gleich nochmal. Sorry, Michelle, machen wir gleich nochmal. Mach weiter so und du wirst Scherzassistent des Jahres. Achso, ich muss ihn jetzt aufleveln. Ich habe etwas für dich. Mag dir irgendwas? Pixelscherben-Sack kann er haben. Ich gebe ihm einfach eine Perle. Okay, es mag er nicht so. Hallo Martina Wölk-Olonska. Ich finde diesen Namen völlig verrückt, aber darum macht er mir auch so Spaß auszusprechen. Na, wie geht's? Oh, ja. Okay, quatsche ich eben mit ihm. Das wird eine runde Sache. Und Like nicht vergessen. Danke, Rüdi. Samira, Coca-Cola enthält kaum Elektrolyte. Dafür reizt der Zucker und das Koffein darin den Magen und Darm. Prost! Ja, ich merke das auch. Bei mir brodelt es auch schon. Ne? Aber ich halte, glaube ich, noch durch. Na, wie geht's? Ich habe etwas für dich. Was kann ich ihm denn geben? Blümchen kann ich ihm geben? Ja, das mag er doch, Blümchen. Hallo, André Duncan. Hallo. Ha, Duncan. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Ramona Wangert. Hallo, huhu. Der Cola-Talk im Stream. Ja. Ja, ich glaube, wir sollten generell davon ausgehen, dass Cola an sich nicht sehr gesund ist. Also ich glaube, da ist nichts Gesundes dran. Ne, aber naja. Man will sich ja trotzdem was gönnen. Bitteschön. Haben wir noch irgendwie eine Blume? Ja, guck mal. Hallo, Vanessa. Hallo, Vanessa. Du bist, glaube ich, auch neu, Vanessa, ne? Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo.
Mausling TV. Die Aufgabe von Mike nervvoll. Ich nehme Cola immer zum Reinigen. Und dann am besten noch mit Mentos oder sowas. Und hier, was haben wir noch? Das nimmt er doch so gerne. Nee, doch nicht. Hey, haben die Traubenscherben runtergeschraubt? Dass man da nicht mehr so wenig, so viel bekommt? Dann die Blume hier. Ja. Ich muss auch gleich wegfahren, gleich wieder zur Nachtschicht. Diana Peters, ey, danke nochmal für deine liebe Spende mal wieder. Und viel Spaß bei der Nachtschicht. Wo arbeitest du denn nochmal? Im sozialen Bereich wahrscheinlich, ne? Hast du, glaube ich, schon mal gesagt, war das Krankenpflege oder sowas? Ich glaube, oder? War das was anderes? Hallo Monika und Toni, hallo. Hallo Isabel Marie von Bassen. Hi. Hallo. Was magst du noch außer Cola Zero, lieber Olli? Cola Light. Also ich trinke eigentlich wirklich viel Wasser. Ich trinke jetzt auch oft Tee tatsächlich. Ich bin eigentlich echt ein Teetrinker. Mehr trinke ich eigentlich gar nicht. Cola, ja. Ne? Vielleicht mal was Alkoholisches, wenn man mal rausgeht oder so. Aber ansonsten, was ein normaler Mensch halt so trinkt. Ne? Mach ihm die Fischsuppe, das hilft beim Leveln. Ja, jetzt ist er eh gleich schon Level 2. Ich gebe ihm noch eine Blume. Hier, zack. So. Da muss ich zumindest nicht kochen. Ich versuche immer zu verhindern, zu kochen zu müssen. Ihr wisst doch, wie ich das liebe. Wie viel Stoff hast du? 3-4 Gramm kann ich dir anbieten. Musst aber nach Münster kommen. Hinterm Bahnhof kann ich es dir geben. Was meinst du mit Stoff? Hallo Tallchen, hallo, herzlich willkommen, wunderbar. Ja, ich bin auch relativ neu, schön hier zu sein. Ja, fühle ich wohl, hier kannst du dich wirklich wohlfühlen. Sehr, sehr schön. Ziere dich nicht, irgendwas in den Chat zu schreiben. Und er ist wieder da sitzend. Das bin auf jeden Fall ich, wenn ich meine Curry King gegessen habe. Mama, kann ich noch mehr haben? Oh, schöner Stuhl, oh. Also, ich mach mal Bergbau, komm. Machen wir Bergbau. Wie der Popelmann auch sein Kinn auf den Tisch hat. So. Ach, Mike ist doch ganz süß, ne? Hey, ich bin auch neu hier. Hallo Pink, Harrod Band Geek. Du hast einen verrückten Namen. Habe das Spiel vor einer Woche neu angefangen und schaue dabei immer deine Videos. Lenkt mich erfolgreich von dem Stress mit meiner Hausarbeit ab. Sage ich's? Sage ich's oder sage ich's nicht? Hausarbeit geht viel schneller vorbei mit dem Video von Olli Jolly. Ne? Von Haushaltsprofis empfohlen, sage ich immer wieder. Ey, dann herzlich willkommen und schön, dass dir das Spiel so viel Spaß macht. Angeln ist noch schlimmer, auf jeden Fall. Genau dich wollte ich sehen. Mike, wie kommst du im Tal so zurecht? Man merkt, du fühlst dich hier wohl. Also dein Doppelkinn wächst prächtig. Also du hast jetzt einen Tisch als Kinn sozusagen, ne? Endlich Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Neue Woche, neues Chaos. Ja, so ist das. Aber Gerichte im Restaurant bringen recht viel. Ja, müsste ich eigentlich mal machen, ne? Danke, Olli. Du bist die letzten 3 Wochen nur gelaufen, wo ich krank gewesen bin. Oh nein. Nebenbei habe ich DDV gespielt. Das ist die beste Medizin. Mit Stoff meine ich das, was man bei der Werkbank herstellen kann. Ach so, ich habe, glaube ich, wenig Stoff. Ich hab wenig Ressourcen. Ich bin da relativ faul. Ich lebe von der Hand in den Mund direkt. Also ich sammle auch wenig. Ne? Mein Fieber ist weg. Sehr gut, Jennifer. Sehr gut. Ich spiele das Spiel, seitdem es es gibt. Ja, ich auch. So 2 Wochen, 3 Wochen später. Oh Mann, wie soll ich nur anfangen? Am Anfang? okay, warte. Hatschi! Dieser Ort ist verrückt. Oh, aber geiler Stoff auf jeden Fall hier. Ist es wirklich sicher? Wenn ich draußen bleibe, wird mich die Luft vergiften? Wir leben hier nicht in Hongkong oder so. Was? Nein, nein, nein. Hier ist die reinste Luft, die es nur gibt. Hier kommen die reinsten Pups aus unseren Popolöchern. Alle im Valley sind zauberhaft. Hier kommen Regenbogen überall her und Schmetterlinge und alles ist wunderbar. Hier wird schon nichts passieren, Mike. Hier gibt es keine giftige Luft. Entspann dich einfach und hab Spaß. Have fun. Entspann? Wie soll ich mich denn hier entspannen? Das ist total stressig. Kein Harryhausens. Kein Harryhausens. Keine Autos. Keine Autos und all diese Natur. Hatschi. Boah. Es ist wie auf einem anderen Planeten. Es ist mir zu naturverbunden. Überall nur Bauern. Ich habe immer mein Inventar voll, aber irgendwie nur mit Blödsinn.
Ich bin nicht weit. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ah, guck mal, da ist der Gewinner des Nobelpreis. Was? Haha, der war gut. Der Nobelpreis ist witzig. Und der Mike, sein Arm sieht aus, als wenn er da einen Abdruck von der Lehne hat. Ja, stimmt. Ja, das sind seine Speckfalten natürlich. Guck mal, denen geht's gut. Das sind so seine Röllchen. Der, guck mal, wie er im Stuhl. Guck mal, der sitzt. Also, so sitze ich auch zu Hause in den Stuhl gepresst. Guck mal, der ist mit seinem Popo nicht mal auf den Boden des Stuhls. Der ist eingequetscht. Wir müssen die Feuerwehr rufen. Der muss rausgeflext werden, glaube ich. Ist es wirklich so schlimm? Ich bin sicher, du kannst eine Weile ohne Harryhausens überleben. Heißt die Stadt Harryhausens bei Monster AG? Echt? Ich höre deine Videos auch gerne während dem Arbeiten. Ich habe nichts hinzuzufügen. Das freut mich natürlich sehr. Muss los, Isabel Marie von Bassen. Let's go, keine Zeit verlieren. Danke fürs Reingucken. Danke, danke, danke schön. Egal, wenn es Valley kommt, niemand ist schlimmer als Merlin, der alte Angeber. Bei meinem Bart. Ich bin doch kein Angeber, Michelle. Mich lieben die Frauen. Die Frauenwelt liebt mich und ich liebe sie zurück. Ich habe einen langen Bart, aber das ist nicht das einzig lange, was ich zu bieten habe. Hallo, Judy. Hallo. Rüdiger, du bist auch ein total Lieber wie Olli. Rüdi ist auch sehr lieb, das muss man wirklich sagen. Und einer der wenigen Männer hier. Das ist auch wunderbar. Überleben? Ich rede hier vom Leben, Olli. Stell dir das wie einen ausgedehnten Glamping-Trip vor. Vor allem Glamping. Glamping? Ich zelte nicht. Glamping ist doch Glamour-Camping, ne? Ja. Und selbst wenn die Luft hier in Ordnung ist, hüpfst du noch ständig zwischen den Welten hin und her, oder? Was, wenn du dir eine Art interdimensionalen Parasiten eingefangen hast oder so? So einen interdimensionalen Bandwurm. Kannst du nicht etwas anziehen, das mich vor den seltsamen magischen Bazillen schützt, die du vielleicht in dir trägst? Wenn es dich beruhigt und du aufhörst, so zu übertreiben, klar. Ich meine, du siehst so aus wie ein Riesenpopel, aber du scheinst clean zu sein. Hallo, Luna Schattenwolf. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Dieser Blick von Gaston ist so gruselig. Ich bin Gaston und ich bin keineswegs gruselig. Mich lieben alle Menschen, alle Tiere und natürlich auch die Frauenwelt, wie bei Merlin. Ah, ich warte ja schon auf ein Gaston-Traumbündel. Ich glaube, ihr auch, oder? Natürlich werde ich ein Traumbündel bekommen, Olli. Dreamlight Rally liebt mich und ich liebe es zurück so gut, wie ich kann. Ich habe eine hervorragende Potenz. Ihr könnt es gerne testen. Abonniert mich bei gaston.com. Ich bin auch bei OnlyFans, aber das ist ein bisschen teurer. Hallo, hallo, Katharine S., hallo. Hallo, hallo, hallo. Toll, ich dachte an deine Schutzbrille. Ich bin sehr anfällig für optische Parasiten, das glaube ich. Ich meine, du hast ein Quadratmeter Auge. Ich kann mit Dagobert sprechen und fragen, ob er eine bestellen kann, weil da gibt es jetzt ein Tausender-Limit. Ich verstehe schon, du willst eine modische Brille nur zu. Achte nur darauf, dass sie industrietauglich ist. Okay, alles klar. Und die Mission ist jetzt komisch. Ich will eins mit dem Biest. Ja, das wird sich auch häufig gewünscht. Hallo, Smarty Gizmo, schön, dass du wieder da bist. Gaston, Gesichtslähmung. Ja, der hat zu viele Liftings, leider. Das ist ja auch ein Mann, der kommt in so ein reiferes Alter und du willst dich auch in Stand halten. Botox hier, Botox da. Ne? So, bestelle die Schutzbrille bei Dagobert Duck. Das werden wir natürlich direkt machen. Gar kein Problem. Aber ich glaube, sein neuer Laden kommt gut an. Obwohl ich sogar mal gelesen habe, dass manche den Laden nicht mögen, weil er jetzt zu groß ist. Also es gibt jetzt zu viele Sachen. Sei gegrüßt. Ei, hallo. Ich würde gerne... Du musst eine Menge Geschichten... Nee, ich würde gerne... Nee, was soll ich denn machen? Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Hä, warte mal. Bestelle die Schutzbrille bei Dagobert Duck. Welche ist denn das? Hallo. Zu viel Botox. Und ich habe mich so kaputt gelacht, wo du gelacht, Olli. Das freut mich sehr. Ich liebe die Monster AG und Sally, deswegen muss ich schnell durchleben. Jetzt noch 2 Level Mike und ich bin wieder fertig. Wahnsinn. Ich bin so verwöhnt. Hallo Jennifer, tut hast. Tut, tut. Ich bin so verwöhnt vom vorletzten Update, dass ich diese schon bald langweilig finde. Aber der aktualisierte Shop ist mega. Ja, es, wie gesagt, jedes Update ist halt so ein bisschen dasselbe. Du kriegst immer 2 Charaktere, machst die Aufgaben. Kriegst einen Sternfahrt, machst den Sternfahrt. Kriegst vielleicht so ein Traumbündel oder Bündel, kaufst dir das, dann ist das wieder vorbei, das Ganze. Darum, wie gesagt, ich wünsche mir halt, dass der Multiplayer krasser wird. Höhere Level, mehr Interaktion, wöchentliche Challenges, mehr, dass im Valley passiert, dass plötzlich mal ein Überraschungscharakter kommt, mehr Überraschungen und was weiß ich, weißt du, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, mehr, dass einfach in der Welt mehr passiert.
Weißt du? Das ist das Problem. Also, ne? Irgendwann kann dann dieser Hype irgendwann mal verloren gehen, weißt du? Ich glaube zum Beispiel, vor einem Dreivierteljahr hat das Spiel mehr Hype gehabt als jetzt. Ich glaube, viele Leute sind auch abgesprungen, weil es halt immer so ein bisschen dasselbe ist, ne? So, da müssen sie in Zukunft mehr noch dran arbeiten, dass es ein bisschen tiefer geht, das Spiel. Dass da noch tiefgründige Neuerungen reinkommen, die Leute mehr bei Stange halten, so, ne? Es ist immer so more of the same, praktisch. Und man ist halt schnell durch, weißt du, bei zwei Charakteren. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Ja, ich würde gerne einige Dinge bestellen. Kleidung? Ach, da ist es ja. Okay. 30.000! Das ist 10% von meinem ganzen Budget. Für den Popelmann. Ja, Katharina, jetzt endlich bin ich wieder live. Ja, ich war ein bisschen krank, beziehungsweise bin noch ein bisschen krank. Schön, dass du dabei bist. Hey, wie kann man denn über zu viel meckern? Ich glaube, weil es dann nichts mehr Besonderes ist, wenn du gute Gegenstände bekommst. Weil jetzt kriegen alle zu gute Gegenstände. Sorry, und das mögen viele dann nicht. Weißt du? Ich glaube, so ist das dann gemeint. Bin voll zufrieden. Ich finde das aber auch geil mit dem Dagobert-Ding. Ja, genau, der MP muss besser werden. Ja, da ist bisher nichts passiert, ne? Danke, Monika und Toni, für den 1,49. Dankeschön für den Kuchen-Emoji. Dankeschön, sehr lieb. Danke, danke, danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke, das ist sehr lieb von dir. Danke. Danke sowieso an alle. Dankeschön. Mega lieb. Danke, danke, danke. Du hast recht, Olli, oder, Sarah? Ne? Da müsste ein bisschen mehr kommen. Das wäre ein bisschen cooler. Trage die Schutzbrille, damit Mike sich wuffelt. Trotzdem ist es ein tolles Spiel. Natürlich, aber mehr in die Tiefe gehen, die Grundmechaniken verändern. Das wäre halt noch geil. Dass du dich zum Beispiel ins Bett legen kannst. So ein einfaches Ding, das würden die Leute schon feiern. Weißt du, das kannst du noch nicht mal. Im Multiplayer zusammen Steine abbauen, Missionen machen. Guck mal, wie cool wäre es, wenn ich das jetzt mit euch irgendwie zusammen machen kann. Oder dass man Multiplayer-Missionen bekommt, die es nur im Multiplayer gibt. Weißt du, gerne auch ein Kampfsystem, hätte ich nichts gegen, dass man zusammen in so ein Dungeon oder in eine Höhle reingeht und gegen Monster kämpft, um seltene Möbel und Gegenstände zu bekommen. Wie geil wäre das bitte? Das Spiel hätte so viel Potenzial, nur sie bringen halt immer so dasselbe alle zwei Monate. Es ist immer dasselbe, selbe, selbe. Man weiß natürlich nicht, wie es in zwei, drei Jahren ist. Das Spiel hat auf jeden Fall viel Entwicklungspotenzial. Aber irgendwann müssten sie nicht, dass irgendwann die Spieler abspringen und sagen, jetzt reicht's mir. Weißt du? Jetzt habe ich 5 Inseln, die ich alle dekorieren muss. Ich schaff das nicht mehr. Ne? Selbst Minimolle hat aufgehört. Auch eine bekannte Cozy-Game-Spielerin. Echt? Aber ich weiß ja nicht, ob die Leute das bei ihr noch geguckt haben. Keine Ahnung. Also bei mir gucken das ja die Leute noch sehr, sehr gerne. Ne? Und ich spiele es auch wirklich noch sehr, sehr gerne. Wenn ich natürlich jetzt merken würde, okay, ihr habt gar keinen Bock mehr darauf, dann würde ich vielleicht auch dann mal andere Spiele auch noch angehen und so. Will ich ja eh in Zukunft mal ein bisschen mehr, dass da auch mal ein bisschen anderes noch parallel auf jeden Fall kommt, ne? Hab auch auf 30.000 gemeckert, muss das so viel sein? Ja, ja, die wollen, dass man ein bisschen Aufgaben macht und so. Trage die Schutzbrille, damit Mike sich wohlfühlt. Das können wir natürlich gerne machen. Aber aufgeben würde ich das Spiel jetzt noch nicht, also, ja. Also, was bieten mir andere Cozy Games mehr jetzt? Also, ich finde, aktuell gibt es auch kein besseres Cozy Game neben Animal Crossing, muss man echt sagen. Was gibt es denn auf diesem Niveau, was so krass ist? So, vom allen her. Also, mir würde jetzt persönlich nichts einfallen. Also, Harvest Moon hat mich auch. Wind of Antos hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Da finde ich das um Galaxien besser, zum Beispiel. So, spricht mit Mike. Aber wie gesagt, es läuft ja noch ein paar Jahre. Wir gucken mal, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall. Aber da kann noch mehr gehen. Da kann noch mehr gehen. Da bin ich auch kritisch und ehrlich. Auf jeden Fall. Ne? Ja, ich hätte auch mal Bock drauf mit so Kämpfen. Ja, oder Cindy? Ich finde das cool. Muss ja nichts Aufregendes sein. Einfach ein bisschen schlagen, bisschen blocken, bisschen Magie oder so. Ein Zauber. Oder? Das wäre doch cool. Gegen so kleine Endbosse oder kleine Schleimmonster oder so. Irgendwie sowas ganz Simples. Und dann kannst du auch so in die Dungeons reingehen. Fände ich cool. Ja, Multiplayer wäre toll. Oder ihr gegeneinander Münzjagd spielen. Ja, zumindest das. Ne? Ich dachte jetzt die ganze Zeit, dass man keinen Nebel mehr bezahlen muss für die Maschinen. Und hab die dauernd benutzt und auf einmal kommt die Anzeige, kein Nebel mehr. Echt? Oh. Das ist natürlich doof. Danke, Vanessa. Und auch an... Ja, danke. Gute Besserung an alle. Also keine Anzeige von Nebel. Okay, dann scheint das doch Nebel zu kosten, die Maschinen. Seit dem Spiel bin ich jeden Tag an der Konsole und suchte. Ja, sie auf jeden Fall sehr gut. Manche von euch haben ja auch 2.000, 3.000 Stunden gespielt. Ich habe jetzt auch nur so knapp über 600 Stunden oder so. Ne?
Für mich ist Dreamland das bessere Animal Crossing, obwohl ich immer sehr gerne Animal Crossing gespielt habe. Ich höre aber oft, Animal Crossing ist noch besser. Weil Animal Crossing hat auch noch bessere, diese saisonalen Events. Zum Beispiel Weihnachten passiert was. Oder es kommt ja auch mal so ein Charakter angeschwommen. Ich glaube, da passiert noch, oder mit den Sternschnuppen ist schön. Das sind solche kleinen Momente. Das finde ich in Animal Crossing cooler. Oder mehr Interaktion mit den Gegenständen. Ne? So. Aber dieser Punkt ist halt mehr für Disney. Ist man, ja, die, natürlich die Disney-Lizenz, Luna, ist natürlich der Shit. Die Disney-Lizenz ist natürlich der Hammer. Das, ne? Da können die noch so viel mitmachen. Und die Leute lieben natürlich Disney. Oder so Gilden und dann kämpfen mit der Gruppe. Ja, sowas. Ich würde, das wäre so cool. Das wäre mega cool. Aber ich glaube, viele Szenen, die würden dann die 1700 Stunden... Ich glaube, viele würden das Kampfsystem in Disney Dreamland Valley nicht so feiern. Viele möchten ja gerne einfach entspannen, die möchten ein bisschen was bauen, ein bisschen sich umziehen und spielen, kann ich auch voll verstehen. Aber wäre cool, wenn es trotzdem gehen würde irgendwie. Wie wäre es damit? Herr Duck hat mir eine Schutzbrille besorgt. Wow, die ist ja ganz schön strapazierfähig. Wie etwas, das man im Vorratsschrank eines Kindersuchagenten finden würde. Wir haben ein 2319. 2319. Wo? Wo? Eigentlich bist du hier sozusagen der 2390er. Abo! Ich hab lieber Animal Crossing New Leaf gespielt. Oh, sogar noch besser als New Horizons. Olli mag die Bienen bei Animal Crossing und die Spinnen. Hab 1500 Stunden. 1700, ja. Ich würde ja Jahreszeiten total toll. Ja, oder Jahreszeiten, wie cool. Mit Feiertagen, ja. Ist ja auch ein Cozy Game und kein Kampfgame, ja. Aber Stardew Valley hat auch Kampfprinzip drin. Also wenn die Stardew Valley gespielt hat, da kannst du auch kämpfen mit Schwertern und Magie und sowas und Schilden. Ich finde, das bringt nochmal eine andere Ebene ins Spiel. Und macht es nochmal ein bisschen interessanter, finde ich. Ne? Ich hoffe, der EP wird verbessert. Ich hätte gedacht, sie würden jetzt schon was bringen. Leider nicht. Ne? Ich hatte heute eine Spinne in der Wanne. Düm, düm, düm. Alles klar, Sarah Friedrich. Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön, schlaf schon. Hallo, Carmen. Hallo, Vero. Hallo, Rosenengel. Hallo, herzlich willkommen. Warum kommt ihr alle auf einmal? Ein flotter Dreier im Chat, hallo. Herzlich willkommen, schön. Aber keine Sorge, wir haben keine Müllverbrennungsanlage. Ah. Das ist ja eine Erleichterung. Fühlst du dich jetzt besser, wenn ich sie trage? Ah. Auf jeden Fall. Oh, nach Corona bin ich ziemlich empfindlich geworden. Mir würde noch ein Mundschutz gefallen, aber die Augen verdecken schon mal sehr gut. Ja. Könntest du mir mit meinem Hatschi, meinen Allergien helfen? Ich schwöre, diese Blumen hier lassen Pollen förmlich regnen. Oh, du hast eine Pollenallergie? Aha. Leider ja. Einer der vielen Gründe, warum ich gerne in der Stadt lebe. Kann ich dir eine Art Medizin gegen Allergien besorgen? Vielleicht kann ich mit Merlin über einen Zaubertrank reden. Gute Preise, gute Besserung. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwas hier den Zweck erfüllt. Ich brauche etwas mit einem richtig monströsen Kick. Verstehst du, was ich meine? Ich brauche Stoff, guten Stoff. Aber wenn du mir ein paar besondere Zutaten mitbringst, kann ich eine Lösung zur Beseitigung von Pollen herstellen, die dich von den Socken hauen wird. Was brauchst du denn? Ich kann dir eine Liste geben, aber ich weiß nicht genau, wo man die Zutaten findet. Bist du bereit für eine kleine Schnitzeljagd? Ja, ich liebe Schnitzel. DJ Deadzone, warum heißt du eigentlich nicht mehr DJ? DJ Deadzone, wicke, wicke, wicke. DJ Dead Zone. Ihm ist das DJ weg. Schade. Hallo, Rosenengel. Hallo, hallo, hallo. Selbst mein Mann 67 spielt Dreamland Valley. Boah, mein Vater mit 72 könnte ich meinen Controller halten. In den Ellenbogen, Olli. Ja, stimmt. Ich schaue wirklich zu viel Werbung. Ich bin auch wirklich ein Kind des Fernsehens. Also ich habe sehr viel Fernseher als Kind geguckt. Muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen wie bei Bastian Pastewka. Der hat auch so viel Fernsehen in der Kindheit geguckt. Frage für einen Freund. Wo ist Mikes Nase? Rüdi, da Mike von einer großen und langen Popel-Dynastie abstammt und Popel aus Nasen kommen, haben natürlich Popel an sich keine Nasen. Das ist doch klar, ne? Alles klar, Sabine H. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Schön, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir noch eine gute Nacht und schlaf schön. Danke, danke, danke. Warte, ich muss erstmal jetzt mit Mike hier reden. Klar. Okay, zuerst brauche ich ein paar getrocknete Angelköder. Dann ein paar uralte Krümmel und schließlich etwas verdächtige Kühlschrankschmiere. Das ist wirklich eklig, Mike. Also, ich meine, du bist ja ein Popel.
Eklig, willst du mich veräppeln? Wir reden hier von Zutaten der Spitzenklasse. Wir in meiner Popelfamilie essen das täglich. Meine Formel funktioniert nicht mit der minderwertigen Materialien. Okay, tut mir leid, dass ich gefragt habe, wo kann ich die Sachen deiner einzigartigen Listen finden? Ich weiß nicht, vielleicht versucht es mit den Häusern der verschiedenen Dorfbewohner. Natürlich. Cool, dann fange ich da an. Let's go. Das wird eine runde Sache. Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder alles hier lesen. Die Wanne würde ich anzünden. Die Bewohner bei Animal Crossing stellen sogar die Geschenke auf, die sie bekommen. Ja, das finde ich auch cool, ne? Sowas, so kleine Details finde ich schön. Ich habe eine riesen Spinnenphobie. Ganz schlimm, zum Glück hat mein Sohn sie runtergespült. Nein, die arme Spinne, die kann doch nichts dafür. Wenn dein Papa das jetzt gehört hat. Ja, ist nicht schlimm. Der hört eh nichts mehr. Der macht schon sein Nickerchen, der schläft schon. Hab es rausgenommen, das DJ, wie geht's euch? Nein, DJ Deadzone. Ich werde dich immer noch DJ Deadzone nennen. Ich habe Mike und Sully fast fertig. Ich lasse mir Zeit. Ich stress mich da nicht mehr. Aber wenn Mike keine Nase hat, wie niest er dann? Wahrscheinlich durch sein Auge oder sowas. Ne? Daniela, schlaf schön. Gute Nacht. Danke fürs Reinschalten. Ich auch. Als Kleinkind gab es für mich eine ganze Videokassette nur mit Werbung, damit ich ruhig war. Mach der Ulrike mal Werbung an, bitte. Die kann nicht schlafen. Sammle die fragwürdigen Zutaten in den Häusern der Dorfbewohner. Etwas Schleimiges und Kaltes aus Mickeys Haus. Okay. Goofys Haus, Merlins Bibliothek. Ab in den Wald. Ab in den Wald der Tapferkeit. Whee! Weg da, Eichhörnchen. Ein Popel mit Hörnern. Eine stachelige Angelegenheit in der Nase. Ja, Popel haben sich evolutionär auch sehr weiterentwickelt, muss man sagen. Die müssen sich auch irgendwie schützen. Du kennst das ja, wenn man mit der Finger in der Nase steckt, da sind Stacheln schon ganz gut. Schlangen sind cool. Schlangen fühlen sich auch voll gut an. So. Etwas, das seit Ewigkeit in Merlins Bibliothek versteckt hat. Merlin, ich muss ja deine Bude durchsuchen. Kein Problem, Olli, aber lass mir meine Heftchen da, okay? Ja, mache ich, aber was sucht man überhaupt? Fragwürdige Zutaten. Etwas, das seit Ewigkeiten in Merlins Bibliothek versteckt ist. Ach hier. Ja, nehmen wir mit. Was ist denn das? Uralte Krümmel. Diese Krümmel sind so trocken, dass sie sich während der gesamten Renaissance in Merlins Bart versteckt haben müssen. Ja, das ist doch mein Humor. Bei meinem Bart, ich gehe jeden Tag zum Barbier. Zum Hipster-Barbier. Ich überlege, wie ich die friedliche Wiese und den Hauptplatz schöner gestalten kann. Guck dir gerne mein 600-Stunden-Video an, da gibt es ganz viel Inspiration. Außer du magst mein Rally nicht, dann musst du woanders gucken. Bei Pinterest, Instagram. Du glaubst, dass dein Papa schon schläft? Na, wie spät haben wir? Oh, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Irgendwas 21 Uhr, glaube ich, ne? Ja, Stündchen noch. Vielleicht schafft er es noch zu Markus Lanz oder so. Dann schläft er ein. An den Markus Lanz kommt ja heute gar nicht mehr. Ich wollte auch nicht stressen, aber was soll ich sagen? Ich war zu geheilt, dass ich wieder so bekloppt gezockt habe. Kann ich verstehen, machen viele. Machen viele. Ich lasse mir Zeit. So. Also wenn jetzt in der Mission irgendwas wäre, wenn zum Beispiel mit dem Schädelfelsen was kommen würde, wo glaube ich gar nichts kommt, ne? Ich dachte auch, Schädelfelsen würde was passieren, aber leider ja nicht. Da hätte ich mich, glaube ich, auch mehr beeilt. Aber so, ne? 21.04 Uhr, ja, wird noch wach sein. Eigentlich sind die immer bis 23 Uhr wach. Der schläft jetzt doch nicht so früh. Also so alt ist er jetzt auch noch nicht. Ich hoffe, er hat es nicht gesehen. So, was haben wir hier? Oh, gelber Trank. Nehmen wir mit. Und noch zu Goofys Haus. Katharina S. Gute Nacht. Muss früh raus. Danke, danke, danke schön. Ja, schlaf schon, träum was Süßes. Und ich hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön. Hab mir schon ein paar coole Inspirationen von dir angeschaut. Etwas. Ja, das freut mich. Das freut mich. Hallo, Didgeridoo. Hallo, herzlich willkommen. Der schaut heimlich Olli Jolly. Ab und zu gucken die auch mal rein. Die haben auch mal was reingeschrieben. Doris und Heinz. Ich finde auch, Doris und Heinz sind so die typischen Rentner-Elternnamen. Das passt perfekt. Ah ja, Goofy müssen wir noch machen. Spinnen sind das allerletzte Endboss auf ganz anderem Level. Dann wird es aber mit Hogwarts Legacy schwer. Aber man kann da ja den Anti-Spinnen-Modus machen.
Da sind das nur so fliegende Kugeln. So. Das vor langer Zeit zappelig und verlockend war. Reden die etwa von meinem Gemächt? Spaß. Das ist immer noch zappelig und wibbelig. Oh Gott. Na, es ist 21 Uhr. Ich muss noch das vergessene Land machen. Sonnige Ebene und Sumpfgebiet bei Mutter Gotel. Ja, da habe ich auch schon ein bisschen was gebaut. Guck dir da gerne auch meine Videos an. Ich habe ja auch Bauvideos dazu gemacht. Bring die Zutaten zu Mike. Bis zum nächsten Live, Katharina S. Ja, bis zum nächsten Mal. Meine Oma heißt Rosita und mein Opa Wolfgang. Ja, das sind auch so die typischen Großelternnamen, ne? Ein Herz zu Doris und Heinz. Süß. Gebe ich den weiter. Konnte ich niemals spielen, Hogwarts. Leider. Warum nicht? Wegen den Spinnen. Du kannst aber den Anti-Spinnen-Modus machen. Da sind das nur fliegende Kugeln. Also da werden dir die Beine weggenommen. Und das sind einfach so komische Dinger, die in der Luft schweben, glaube ich. Also da, du kannst das auch mit Arachnophobie spielen, sozusagen. Endlich geht's los. Oh, mein Magen grummelt so. Ich merke schon, uiuiui. Fortnite Lego auch nicht. Hier, bitteschön. Wow, danke. Gelber Trank und wabbelige Käfer und ein Krümmel aus Merlins Bart. Genau, Mike, ich bin wieder da. Ich hoffe, die hier funktionieren für deine Lösung zur Beseitigung von Polen. Ich meine Pollen natürlich. Nichts gegen Polen. Viele Grüße an alle Polen. Das ist ein schönes Land und sind sehr nette Leute. Hogwarts habe ich komplett durch. Hogwarts habe ich auch schon bei YouTube gespielt. Guck da mal gerne rein. Jetzt wird schmutzig. Ich muss auch noch alles dekorieren. Das liegt bei mir auch. Das liegt mir aber auch nicht wirklich. Wusstest du ja? Ist ja, jeder hat ja seine Stärken und sowas, ne? Ihr kennt das ja. Mein Vater pennt schon und wie immer vom Fernseher. Genau so. Fünfte Pulle Bier im Kopf. Mein Vater ist bestimmt im Bett, aber er steht auch 4:30 wieder auf. Oh, er ist noch unter den arbeitenden Menschen. Okay. Hogwarts habe ich komplett durch. Hogwarts habe ich gerade Pause gemacht. Nein, Michelle! Also, du spielst ja auf der Switch, ne? Oh ja! Die sind perfekt, Olli. Oh. Hier, ich mische sie einfach zusammen. Ah. Hast du ein spezielles Rezept oder sowas? Ein Glotzkowski-Familiengeheimnis. Popelrezept natürlich. Meine Mutter hat es an mich weitergegeben und dessen Popel an ihren Popel, bevor ich auf die Uni ging. Du hast einen Uni-Abschluss? Du wirkst gar nicht so irgendwie und ja. Aber gut gemacht, gut gemacht. Hast du einen Popel-Bachelor? Gute Idee. Das ist meine Mutter. Sie passt immer auf mich auf. Hey, wenn du sie mal triffst, ja, viele Grüße. Ich habe deine Mutter schon oft getroffen. Katsching! Sag ihr, dass ich es gut genutzt habe. Und los geht's! Hier, bitteschön. Oh, wir kriegen Gießkann-Upgrade. Danke, dass du mir geholfen hast, mit diesen ekligen Pollen zurechtzukommen, Olli. Klar, wenn ich es meine herrschaftlichen Gießkanne gieße, sollte es klappen. Du bist ein Lebensretter im wahrsten Sinne des Wortes. All diese Pollen sind... Das bringt mich noch um. Ich weiß, dass es schwierig sein wird, jede einzelne Blume in Dreamland Valley zu gießen, aber es freut mich, dass du dir Zeit nimmst, mir zu helfen, um alle Pollen und Käfer zu töten. Aber glücklicherweise hat mir Merlin kürzlich erzählt, dass die Dreamland-Magie alle Blumen hier miteinander verbindet. Ich sollte in der Lage sein, eine Handvoll von ihnen zu bewässern und das magische Wurzelgeflecht wird die Lösung der Beseitigung von Pollen allen anderen zutragen. Das ist toll! Oh, könntest du mir ein paar Blumen bringen, nachdem sie pollenfrei sind? Meine Wohnung könnte ein bisschen Farbe vertragen für die Ladies. Ich möchte ihn eher langsam mal wieder daten. Verstanden, Roger, Roger. Da gibt's, du warst ein tolles... Ey, Rose, du spinnst! Danke nochmal für 5 Euro. Ja, ich bin Switch-Gamer. Muss jetzt mit Hundi Gassi. Schönen Abend noch. Viele Grüße an Hundi. Dankeschön nochmal für die ganzen Spenden. Vielen Dank, Rosa. Rose. Dankeschön. Danke, danke, danke. Viel zu viel. Kauf lieber dem Hund leckeres Leckerli. Von Schappi oder sowas. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, habt noch einen guten Abend. Dankeschön. Hallo Jessica Fronek, hallo. Herzlich willkommen, dass du da bist. Danke, Rose, du bist verrückt. Vielen, vielen Dank. Danke auch nochmal an alle anderen. Dankeschön. Boah, als Frau würde ich abends nicht mehr rausgehen, bekomme da total Panik. Wo wohnst du denn? Also hier in der Gegend kannst du zum Beispiel rausgehen, da ist nix. Ne, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich fühle mich dann immer an die Frauen rein. Da gibt es viele Männer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, an die Männer, die zugucken, wenn man selber nachts unterwegs ist oder wenn ich mal raus bin um 2, 3 Uhr nachts. Und da ist zum Beispiel so eine Frau oder eine junge Frau oder was weiß ich, alleine unterwegs. Ich habe dann immer Angst, dass ich ihr Angst mache. Kennt ihr das?
Ich wechsle dann immer schon automatisch den Weg oder die Straßenseite, um derjenigen Person keine Angst zu machen. Oder ich denke mir so, oh Gott, jetzt laufe ich hinter ihr her. Ich hoffe, sie hat jetzt keine Angst. Ich laufe dann immer schon langsamer, um sie nicht überholen zu müssen. Weil ich fühle mich dann immer in sie rein und denke mir, oh Gott, jetzt hat die arme Panik, dass sie irgendwie überfallen wird oder sowas. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört, das Phänomen. Ich versuche dann immer Abstand irgendwie zu halten oder wegzugehen, um derjenigen Person keine Angst zu machen. So. Ich glaube, da gibt es aber viele Männer, die das so fühlen. Ne? Man fühlt sich irgendwie schon so als Täter, wo man gar nichts machen will oder sowas, weißt du? Letztens war ich auch noch nachts raus, irgendwie um 23 Uhr, da war hier auch eine Frau, mit die mit dem Hund Gassi gegangen ist. Da bin ich so an der vorbeigelaufen, jetzt habe ich so, hallo, die hat sich so voll erschreckt, die hat mich gar nicht gesehen. Die so, oh, boah, da hatte ich auch voller schlechte Gewissen, habe ich auch gesagt, ach, ich bin's nur, keine Angst. Ja, alles gut. Das war auch so eine ältere Frau, ich dachte so, Gott, jetzt hat die noch Angst, dass ich die überfalle oder sowas, weißt du? Ich finde, man hat schon sogar als Mann voller schlechte Gewissen, nachts rumzulaufen, wenn da eine Frau ist. Ich habe da immer schlechtes Gewissen, ich weiß auch nicht warum. Ne? Und ich bin ja auch noch relativ kantig, noch relativ groß. Also ich wirke, glaube ich, schon recht einschüchtern, vielleicht sogar ein bisschen irgendwie. Weißt du? Aber ich bin total harmlos, ich mache gar nichts. Ich mache wirklich nichts. Aber habe ich schon mal irgendwo gesehen, das Phänomen. Hallo Lilium, hallo, ich glaube, du bist auch neu. Herzlich willkommen. Ich bin's doch nur, der Olli Jolly, keine Angst. Hallo Sanitorium, hallo. Gute Besserung, Jessica F. Mir fehlt irgendwie die Inspiration, um das vergessene Land zu dekorieren. Guck gerne bei mir. Ich versuch's, meine leckere Nudel zu genießen und hier geht's nur um Popel. Popel sind auch sehr würzig. Kann ich. Was macht ihr denn hier schon wieder? Papa, hilf mir! Das Eichhörnchen will mich wieder ein bisschen penetrieren. Wir sind doch ganz verschiedene Gattungen. Das klappt nicht mit den Babys machen. Komm her, komm her. Ich möchte mich mit dir paaren. Komm, ganz schnell. Ich hab leckere Nüsse für dich. Papa, hilf mir! Lass sie in Ruhe! Ich schreite ein. Jetzt reicht's mir langsam mit dir, du Eichhörnchen. Dafür kriegst du eine Nuss. Jetzt lass bitte meine Schildkröte in Ruhe. Okay, ich liebe nämlich Nüsse noch mehr als Schildkröten. Papa, schnell weg hier. Also dieses Eichhörnchen, das war letztens schon mal bei Dagobert Shop. Da hat er die auch schon überfallen. Also, was ist denn... Die Eichhörnchen sind die schlimmsten. Da würde ich mich nicht mehr raustrauen. Shanti, gute Nacht, schlaf schön. Bin gerade auch voll in Deko-Schwimmen in meinem Valley. Nur die Ressourcen werden knapp. Warte, ich muss erst noch alles lesen. So muss auch los. Alles klar, Shanti, schlaf schön. Danke fürs Einschalten. Ich wirke nicht angstvoll, denke ich. Bei Olli hätte ich auch Angst im Dunkeln. Kann so gut wie gar nicht mehr dekorieren, kein Platz mehr. Olli, YouTube, cool. Ja, freut mich. Olli, du hast ein gutes Herz. Ja, ich will dir keinem Angst machen. Nur ein bisschen. Nur wenn ich euch an den Haken hänge. Ja, Olli, du bist groß und breit. Olli Maschinen. Ja, bin ich wirklich. Also ich bin schon, recht. Also Türsteher könnte ich locker werden. Ich wurde schon angefragt. Einmal bin ich bei Edeka gelaufen, da war so eine Gruppe Jugendlicher. Da meinten die, fragt meine Freundin, meinten die, boah, den hätte ich gerne als Security oder als Bodyguard. Meinten die wirklich. Fand ich sehr nett von denen. Hund und Gassi gehe im Moment nicht gerne. Gassi wurde von einem anderen Hund attackiert. Der kam uns hinterhergelaufen und ist mich angeschaut, weil er meine Hündin wollte, ein Rottweiler. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Tschüss, Shanti, ja. Hallo, Speed. Hallo, Speed. Hallo Silke Koppe, es geht mir schon ein bisschen besser, Dankeschön, dank euch auch. Hallo Caroline M, hab sonnige Ebene einfach einen Dschungel gemacht. Das kann man doch auch machen, Diana, ist doch auch gut. Hallo Ikina, hallo, herzlich willkommen zurück. Wie lange streamst du heute noch? Habe ich die Aufgabe fertig? Ich muss erstmal die Aufgabe noch machen. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir denn? Ich denke mal so bis halb zehn. Genau, das machen wir benutzen. Und... Wir haben eine verbesserte Gießkanne. Yeah, wow. Gieße die Blumen im Dorf. Jetzt ernsthaft? Okay. Erstmal Blumen finden. Ich habe hier alles zugebaut. Blümchen, kommt her. Wo sind sie? Ja, da haben wir schon mal eine. Ah. Belle Wonder, bist du echt 1,47, Bell? Ich bin aber schon wieder raus. Muss um 23:25 Uhr aufstehen. Alles klar, Spiel. Danke fürs Reingucken trotzdem. Schlaf gut, ne? Oh, bin 1,68. Ich bin 1,84.
Also ist in Ordnung, ne? Ist in Ordnung. Ich wäre gerne noch ein bisschen größer, so 1,88 fände ich noch ganz cool. Irgendwie. 1,76 sind jetzt, ist ja Modelmaß. 1,68 ist doch gute Größe, so. Das doch, ne? Aber 1,67 ist ja schon Heidi Klum. Ab zu Germany's Next Topmodel, würde ich sagen. Guck dir mal Heidi, guck dir mal Germany's Next Topmodel. Mit den Männern jetzt. Obwohl ich sagen muss, ich fand die ersten drei Folgen echt stinkend langweilig. Die sind nur am Casten. Die laufen nur diese Bühne hoch und runter. Mehr passiert da gar nicht. Bringt doch mal ein bisschen. In der nächsten Folge fliegen sie endlich weg, aber das ist ja so öde. Also. Ich bin 1,70 groß. Ist doch gut. Also jede Größe ist natürlich gut. Man muss sich halt nur selber wohlfühlen, ne? Das ist immer das Wichtigste. Olli, du bist so groß wie mein Mann. Dann viele Grüße an den Mann, der genauso groß ist wie ich. Ich glaube, 1,83, 84 sind aber auch viele Männer, ne? So. Ich glaube, das ist so die. Obwohl das überdurchschnittlich ist. Ich glaube, die Durchschnittsgröße bei Männern ist, glaube ich, 1,78 oder sowas in Deutschland. Also ich bin schon überdurchschnittlich groß. Also in allen Bereichen. Der musste jetzt wieder sein. Jessica, schlaf schön, gute Nacht. Gute Nacht, Speed auch nochmal. Nacht, Chef, Nacht, Chat, Nacht, Olli, Situation. Schlaf du auch gut, gute Nacht. Ich bin 1,60, ja. Ja, bin ich, Olli, stolz, süß, oh nein. Oh, süß. Ja, Hauptsache, du kommst damit klar. Also, Hauptsache, du bist, ne? Fühlst dich damit wohl, das ist das Wichtigste. Das ist ja süß, ja. Ja, ich schaue es. Also, ich finde Perfektgröße für Männer 1,75, okay. Ja, ich hatte auch mal in der Realschule einen kleinen, wüchsigen Freund. Viele Grüße an Martin Hinze. Wir haben leider keinen Kontakt mehr. Der war, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, wie groß der war. Auch so 1,40 oder sowas, glaube ich. Aber der war richtig selbstbewusst. Alter Schwede. Also, der hatte auch super viele Freunde gehabt. Der war echt cool drauf. Hat Fußball gespielt. Du hast ihn im Fußball, du hast ihn nicht klein bekommen, ne? Und der war super selbstbewusst. Der wurde auch oft attackiert von irgendwelchen Trotteln. Der hat den Rucksack in die Ecke geschmissen, ist ihn hinterhergelaufen. Also, der war auch so eine Wuchtbrumme. Also, der war schon kräftig. Ey, der war krass drauf. Da haben die Eltern gut gemacht, dass sie den richtig selbstbewusst erzogen haben. So selbstbewusst war ich nie. Also, Wahnsinn. So, der war echt cool drauf. Mein Onkel ist 1,99. Meine Güte, ist aber auch riesig. Also, das wäre mir schon zu groß. Ich bin Durchschnitt. Ich bin so zwischen 1,58 und 1,60 groß. Mein Freund ist nur 1,72. Och, ist doch, was heißt nur? 1,79. 1,59. Oh, wir sind umgeben von Riesen. Also ich bin 1,87, mein Freund 1,86. Hab den Kanal von meiner Mutti empfohlen bekommen. Viele Grüße an die Mutti, das sind die Besten. Sie hat das Spiel bei mir gesehen und sich tatsächlich nur dafür eine Konsole zugelegt. Sie ist nun offiziell Gaming-Mutti. Ich bin 21 stolz wie Bolle. Da wollte ich auch meine Eltern immer zubringen, aber leider. Dafür kriegen die Kleinen den Regen später ab, das stimmt. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Man muss nicht groß sein, um groß zu sein. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich zufrieden mit 1,55. Ja, meine Freundin ist auch 1,56. Zwischen 1,55 und 1,60. Ich bin 1,17, mein Bruder knappe 2 Meter. Aber 2 Meter, meine Güte. Ich bin 1,76. Ich glaube, das ist Durchschnitt. Das könnte so passen, ne? Ach ja, ich muss ja noch Blumen gießen. Stimmt, Blumen gießen. Schwuppidi-schwupp. Ja, aber kleine Menschen haben meistens auch größeres Selbstbewusstsein und haben mehr Kampfesgeist. Weißt du? Guck mal die kleinen Männer unserer Geschichte an. Das waren alles, Führungspersönlichkeiten, will ich mal so sagen. Also die haben irgendwo ein krasses Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Wenn du das, glaube ich, schon als Kind lernst, weißt du? Wenn du immer der Kleinste oder die Kleinste bist, du musst dich immer mehr durchsetzen. Du musst immer mehr kämpfen, auch ernst genommen zu werden. Weißt du, große Personen haben es dann einfach leichter. So, weißt du, du wirst dann einfach für voller genommen in der Gesellschaft. So ist das ja leider. Darum sind kleine Personen dann immer so Kampf. Die haben einen krassen Kampfgeist, weißt du? Glaube ich zumindest. Oder hat sich auch schon oft bestätigt. Wadenbeißer sozusagen. Ich melde mich mal wieder ab. Mein Essen ist fertig. Alles klar, guten Appetit, Stefanie Ebert. Ich fand es immer sehr schwer, einen Mann zu finden, der größer ist als ich. Wie groß bist du denn, Judy, wenn du es sagen magst? Ich bin 1,87, mein Freund ist 2,05 Meter. Bin sehr zufrieden. Das passt natürlich dann super, ne? 2,05 Meter. Boah, ist ja schon Dirk Nowitzki. Wow. Ich bin 1,60 groß und bei meinem Einsatz bin mein Freiwilligen Feuer. Fragt ein Polizist, na, Kleine, ist das dein erster Einsatz? Fand ich jetzt nicht. Oh nein, es tut mir sehr leid, Ulrike.
Ja, vielleicht hat die das ja wirklich gedacht. Vielleicht sah es auch noch sehr jung aus oder so. Manche meinen das ja gar nicht böse. Wenn die das natürlich als Scherz gesagt hat, ist das natürlich doof, das stimmt. Ne? Ich frage mich, wie groß meine Tochter wird. Sie ist in 8 Jahren schon 1,50. Das könnte viel Potenzial sein. Ist wie mit kleinen Hunden, müssen sich immer beweisen. Ja, so ist es, genau. Genau. Gieße Blumen 5 Stück noch. Was für ein perfekter Tag für ein Rennen. Gibt es hier überhaupt Blumen? Warte mal, ich muss ja eben was essen, ganz schnell. Fudi, Fudi, Futti. Tutti, Frutti. Hui! Die Challenge will ich auf jeden Fall noch schaffen. Zählt das hier als Blumen? Nee. Mein Mann macht meine Größe wieder weg. Der ist 1,83. Mit 3 Jahren, wo sie im Kindergarten kam, hieß es schon, kommt sie schon in die Schule. Ja, kleine Menschen sind oft die Frecheren, gerade die Frauen. Das sage ich schon. Vor allem die Frauen, das stimmt. Die Männer wollen die Welt erobern, die Frauen sind immer sehr frech und keck. Das stimmt. Weil man muss sich ja anders durchsetzen im Leben, weißt du? Andere machen das mit Humor. Das siehst du ja auch immer bei Menschen, die sehr, sehr attraktiv sind. Die sind, ne, jetzt einfach nur so Klischee-Denken, die sind meistens immer arrogant oder fühlen sich halt besser, weil sie halt sehr schön sind. Die kriegen immer Bestätigung im Leben, weißt du? Ich glaube, Menschen, die dann weniger attraktiv sind, die müssen das halt kompensieren. Die sind dafür vielleicht humorvoller oder lieber oder netter oder, weißt du, die konzentrieren sich dann auf andere Sachen, womit die punkten können, weißt du? Und so schöne Menschen, glattgeleckte Leute, nicht alle, sind halt immer sehr so langweilig oder eher arrogant oder eher so, ne, sind so die coolen, weißt du, die müssen auch nicht witzig sein, so, weißt du, wie ich meine? Ist natürlich jetzt sehr in Schablone gedacht, ich muss immer noch die Blumen gießen, ich quatsch wieder zu viel, aber oft ist das dann so, weißt du? Da mag ich zum Beispiel auch immer Menschen gerne, du merkst auch bei Menschen immer, wenn die früher in der Jugend immer Nerds waren, oder vielleicht nicht die coolsten. Ich mag diese Menschen immer viel lieber als immer die, die immer so cool waren und sowas. Finde ich immer viel witziger und interessanter. So, diese nerdigen Leute, so. Die so ein bisschen die nicht so normal sind. Die so ein bisschen anecken und so ein bisschen freaky sind. Ist mir tausendmal sympathischer. Als diese coolen Dudes, so, ey, yo, ich bin der Geilste hier. Alpha-Tier oder so, weißt du? Ich finde immer noch keine Blumen. Ich glaube, wir müssen zum Blumenhaus. Da gibt es ganz viele Blumen. Diese Stimme von Vanellope Gänsehaut. Ich bin die Prinzessin des Zuckersocks. Na, hör mal. Ich muss erstmal noch eine Cola aufmachen. Einen Moment. Alles klar, Sani, schlaf schön. Sanitäter. Jep, frech bin ich, aber kleine Frauen müssen sich eben auch beweisen, ja? Discord-Bilder bewerten gibt's nicht oder schon, war schon irgendwo? Habe ich schon ein Video heute zugemacht, heute Abend. Meine älteste Tochter hatte damals, als sie in die Schule kam, auch ihre 1,40 Meter, war die größte in ihrer Klasse. Wohlgemerkt, erste Klasse. Ja, wir hatten auch eine ganz, ganz große bei uns. Das kann man doch auf so alten Bildern sehen, die war wirklich groß. Ich glaube, die wurde auch teilweise dann immer geärgert. Es ist halt immer so, bist du zu klein, wirst du geärgert, bist du zu groß, wirst du geärgert. Und dann musst du einfach darüber lachen und dazu stehen. Ja, guck mal, hier sind noch ganz viele Blumen, wunderbar. Uiuiui, Magenprobleme, uiuiui. Du kannst random Blumen gießen, bist schon an einigen vorbeigelaufen. Jetzt haben wir es geschafft. Stelle sicher, dass die Blumen in deinem Inventar sind. Ja. Dann gehe ich mal eben hier. Ja. Gehe ich mal zum Blumenhaus eben. Du solltest die Blumen auch gleich pflücken. Oder kann ich es auch hier nehmen? Ich nehme es einfach hier. Ja. Perfekt. Ich liebe Menschen, die anders sind. Von solchen kann es einige mehr geben. Voll, ich liebe auch so Menschen, die anders sind. Ich feiere das. Habt ihr schon von den Typen gehört, von dem Anzeige-Obermeister oder wie der heißt, bei Spiegel-TV, der jetzt gerade durch YouTube und so weiter geht, Anzeigen-Hauptmeister. Dieser 18-Jährige, der durch die Städte fährt und alle anzeigt, die falsch parken. Müsst ihr gucken. Eigentlich müsst ihr dazu mal eine Reaction bei Twitch oder sowas machen. Das ist so lustig. Der ist auch so ein Typ, den findest du auch nicht an jeder Ecke. Bilder im Discord sind natürlich wieder sehr gut. Wir sind eben alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Auf jeden Fall. Das finde ich auf jeden Fall. Das ist doch langweilig, wenn alle gleich sind. Wir haben eh schon genug gleiche Menschen. So, Mike. Ich quatsch wieder hier zu viel. So, Popelmann. Hier, bitteschön. Die Rosen kannst du haben. Also kannst du auch alle haben von mir aus. Und wie viele brauchst du denn? Reicht das schon? Ne, 4 Stück noch. Dann
Bist du das Ding noch, das Ding doch, das Ding und... Dieses Valley ist so. Der fantastischste Ort, den ich je gesehen habe. Oh. Ha, hey. Ah. Oh ja. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Und meine älteste Enkelin ist gerade in die Schule gekommen und hat die einen Meter noch nicht erreicht. Oh, süß. Oh. Mein Kind hat immer Angst, dass ich Stress mache in der Schule, wenn mir was nicht passt. Helikoptereltern, Kampfhelikoptereltern. Habe ich letztens auch so eine Doku gesehen. Das sind die schlimmsten Kampfhelikopter. Ich komme jetzt in die Schule und mach die alle fertig. Ich dachte, die würden gut aussehen. Du bist doch nicht allergisch, oder? Oh, das ist... Das ist... Hagebutte? Hammermäßig toll, handlich und gut? Hatschi! Oh, so sieht jetzt. Schwarzblende. Ekelhaft. Das nächste Mal solltest du in deine Schulter niesen, in deinen Ellenbogen. Hast du nichts durch die Pandemie gelernt? Wie soll ich das denn ohne Hals machen, Olli, und ohne Nase? Ich werde eh schon im Chat gehatet. Ich werde darauf zurückkommen. Oh, nein! Stimmt etwas nicht? Ich kann nicht sehen, meine Kontaktlinse. Ich muss sie rausgenießt haben. Oh nein, sie könnte überall sein. Naja, die ist so groß wie eine Fensterscheibe. Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Wir müssen uns im Tal umsehen, richtig? Hey, meine Nieser sind gewaltig! Aber anhand der Richtung, die ich dir geschaut habe, können sie am schillernden Strand sein. Und meine Nieser sind auch ziemlich nass. Wenn du also Pfützen siehst, bist du wahrscheinlich auf der richtigen Spur. Igitt, aber gut zu wissen. Das wird eine Runde sein. Wahrscheinlich wird die jetzt als Frisbee-Scheibe benutzt am Strand. Geh zum schillernden Strand, um Mikes Kontaktlinse zu finden. Alles klar. Hallo, ich bin nur eingeschlafen, bin morgen früh wieder zu Hause und spiele Disney World Valley. Sehr gut, Jenny, sehr gut. Boah, den Typ finde ich schlimm. Ich bin noch wach, das freut mich, Jesse. Bei uns heißen die Rasenmähereltern. Das hört sich aber auch martialisch an. Ich verabschiede mich auch mal, meine Schlicht ist bald zu Ende. Wünsche noch einen schönen Abend. Bis bald, Judy. Bin auch wach raus. Bis bald, Gianna. Danke für deine liebe Spende. Dankeschön. Grüße an den Freund. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wir machen jetzt auch noch die Mission zu Ende. So, Kontaktlinse. Mal gucken, ob man die in echt sieht. Die muss ja riesig sein. Stimmt, die hat ja auch im Film gehabt, so ein Ding, ne? Oh, habe ich sie schon? Folge der schnoddrigen Spur, um Mikes Kontaktlinse zu finden. Reinige die schmuddrigen Pfützen mit der herrschaftlichen Gießkanne. Wo sind die denn? Schmoddrige... Hä? Gehe zum schönen Strand, um Mikes Kontaktlinse zu finden. Ach so. Ich hab gar nichts gereinigt. Marco Pospich, hallo, wunderbar, das freut mich. Ich kann nicht aufhören zu essen, mein größtes Hobby, es gibt's ja zu essen. Alles klar, Carmen. Was geht im Discord so ab, Jessica? Ich war heute schon im Discord. Hä, was wollen die? Seht ihr das mit den Aufgaben? Warte nochmal. Ach, hier ist sie doch schon. Nee. Ach so, diese Spuren meinen die. Ah, okay. Die siehst du ja kaum. Eine haben wir. Oh, lecker Auflauf. Aber erstmal die schleimigen Popelspuren entfernen. Guck, das switcht immer so hin und her. Wenn ich am Strand bin, okay, dann muss die ja irgendwo hier liegen. Hier muss die irgendwo sein. Seht ihr die? Ich sehe gar nichts. Warte, ich mach erstmal die Nachtdorn weg. Hä? Das ist doch eine komische Mission. Da war eine, Olli. Das hatte ich auch. Ey, das ist ja komisch gemacht, ne? Wo sieht man denn die Kontaktlinse richtig? Olli, du standest gerade fast in der Pfütze drin. Ich sehe gar keine Pfütze. Hä? Also hier hatten wir auf jeden Fall eine. Ach hier, da ist nochmal eine. Achso, geht's hier weiter oder was? Irgendwie irritiert mich, dass das die ganze Zeit hin und her geht. Ah, hier ist noch eine, okay. Ach, hier ist sie doch. Ja, wunderbar. Vor allem durch den Boden. Hab ich sie? Ja, wunderbar. Das war so auch bei mir mit den Aufgaben. Okay, bin bei der Aufgabe verrückt geworden. Es gab Nudeln, dann Brot, jetzt Schokolade und dann wahrscheinlich nochmal Brot und Schokolade. Boah, schon beim Zugucken nehme ich zu. Ciao, Jennifer. Tschüss. Schlaf schön. Hab's gefunden, wie Papillo. Kein Thema. So, wo ist Mikey Boy?
Mike Heiter, sage ich nur. Und wie ist Big Brother so? Kann man gucken? Oder sind das alles so komische Influencer wieder? Ich bin's. Hier, bitteschön. Ja, das ist der Vorteil, wenn man nicht so viel Deko hat, das stimmt. Aber es lag so relativ frei. Meine Kontaktlinse, du hast sie gefunden. Hoffentlich ist sie nicht zerkratzt oder so. Dieses Ding, die ist aus Plexiglas, die ist wie ein Panzer gebaut. Wenn du ein Auge hast, das so groß ist wie meins, brauchst du strapazierfähige Kontaktlinsen. Außerdem ist sie versichert. Bei Carglass. Die Monster AG hat hervorragende Sozialleistung. Kann ich nur als Arbeitgeber empfehlen. Wenn sie zerkratzt ist, müssen wir dann einen Unfallbericht ausfüllen, die Versicherungsgesellschaft informieren, die Berichte erledigen. Berichte? Hast du Berichte gesagt? Oh Mann, ich muss mich hinsetzen und tief durchatmen. Ach komm schon, Mikey Boy, reg dich mal ab. Chill die Base. Das verstehst du nicht, die Berichte. Ich dachte, ich würde eine Pause von Rosa und ihrer Zwillingsschwester bekommen und ihren Spenden. Das wirst du noch. Was ist los? Ich zittere tatsächlich zitterlich. Und Hatschi, meine Allergie hat wieder zugeschlagen. Ich frage mich, ob es einen Zusammenhang zwischen deinen Allergien und Stress gibt. Hast du versucht herauszufinden, warum Rosa und ihre Schwester dir so unter die Haut gehen? Du meinst, abgesehen davon, dass sie jeden Morgen Glotzkowski sagen, wenn ich zur Arbeit komme? Oder ihre ständigen Forderungen nach den Berichten? Zur Kenntnis genommen. Ich könnte immer so weitermachen. Hast du den ganzen Tag Zeit? So gerne ich auch alles hören würde, was dich an ihnen stört. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ihr kennt den Spruch. Geh über die Brücke. Was ist? Ich war da schon. Ich habe alles. Ich habe ja alles. Na, ich esse schon echt viel und andauernd. Passiert nichts. Boah, geil. Ich liebe die Menschen, die nie zunehmen. Ich liebe das. Ich hätte das so gerne. Prost. Aber ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ich mich als Rosa verkleide und du ihr dann alles sagen kannst, was du ihr schon lange sagen wolltest? Das könnte interessant sein. Ich bin dabei, wenn du dabei bist. Sie trägt immer diese Hornbrille und einen roten Pullover. Ich habe etwas anderes im Sinn, das mir helfen wird, auch wie Rosa auszusehen. Versuche, dich für einen Moment zu konzentrieren. Ich bin gleich zurück und helfe dir, dich zu öffnen. Warte mal, was hast du vor? Möchtest du gerne ihre Strapsen anziehen, ihre Dessous von Victoria's Secret? Ich denke, das wird eine große Hilfe sein. Ich werde etwas Stoff, Seil und Weichholz zusammensuchen. No! Nun, das muss ich sehen. Oh, komm zu mir ins Schlafzimmer. Alles klar. Okay, Seil brauchen wir. Ich bleibe mal auf 43 Kilo. Wow. Das ist echt, wow. Krass. Das hätte ich auch gerne. Michelle, du Glückliche, ich brauche nur Kuchen ansehen, habe es nur auf der Hüfte. Ja, bei mir ist immer, ich nehme schnell ab, nehme schnell zu. Das ist bei mir, ja. Also ich merke das direkt, wenn ich einen Döner oder Pommes oder sowas esse. Ich sehe mir das auch direkt an, witzigerweise. Esse ich mal 2 Tage nur Salat oder so, trink Wasser, sehe ich mir das auch direkt an. So, Seil herstellen. Und ich muss meinen Keks anschauen, wiege 10 Kilo mehr. ein Seil. Okay, ich brauche mehr Faser wahrscheinlich, ne? Mufasa. Oh nein, jetzt muss ich wieder so Algen und sowas holen. Oh nee. Habe ich denn nirgends so Seil? Oh, jetzt brauche ich ganz viel Fasern. Und für Faser brauche ich was? Algen. Ah, ich kann nur 5 Algen herstellen. Ah, jetzt kriegen wir ein bisschen Faser immerhin. Oh, mein Bauch krummelt schon. Uiuiuiuiuiui. Oh, ich habe zu viele, wenig Faser. Gut, dass wir heute so viel über Körpergewicht und Körpergrößen reden. Ich bin wieder mit einem komplett durch. Da freue ich mich auf Mittwoch und bin gespannt, was es dann im Shop gibt. Wahrscheinlich nur komplett neue Sachen. Ich habe leider nur keine Mondsteine mehr. Ich muss mir echt wieder anscheinend nochmal welche kaufen. Was für ein perfekter Konnte vor der Schwangerschaft essen, ohne zuzunehmen. Seit SS schaue ich das Essen an und zack, 10 Kilo drauf. Michelle König, du Glückliche, ich kann das leider nicht. Ich muss dann immer regelmäßig meine Sportübung machen, dass ich nicht zunehme. Fühle ich. Zockenfreunde, hallo. Bin froh, dass ich letztes Jahr von Mai bis November 30 Kilo abgenommen habe. Wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist bewundernswert. Okay, jetzt brauchen wir Imo Seil her. Sonst habe ich alles, ne? Seile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seil. Oder Algen.
Oder Fasern. Wo kriege ich am besten Fasern her? Ich muss nochmal gucken. Also für Seil brauchen wir Fasern. Für Fasern brauche ich Algen. Für Algen brauche ich entweder Rotalgen. Okay, ich brauche rote Algen oder Alge. Wo kriege ich das am besten her? Wahrscheinlich Angeln oder so, ne? Oh, nee. Das ist das Problem, wenn man nie was sammelt, wenn man zu faul ist. Aber das ziehen wir jetzt auf jeden Fall noch durch. Whee! Ich bin auch fast arm, ey. Ja, das war so teuer, Cindy, den ganzen Kram zu holen. Wie viele Mondsteine habe ich jetzt noch? Ich habe jetzt noch 1160. Ich hoffe, ich kriege, also 1660. Ich hoffe, ich kriege 4000 Mondsteine nochmal am Mittwoch. Was war das letzte Thema denn nochmal? Das war... Ach ja, Savanne, ne? Das war eigentlich ganz gut. Mal gucken. Hat mir eigentlich ganz okay gefallen. Nein, nicht Blobfisch. Angel überall. Schau mal bei Christoph. Stimmt, Christoph, gute Idee. Können wir auch nochmal gleich gucken. Ah, ich habe sogar noch den Angeltrank noch, ne? Dann, wenn man den Angeltrank nicht braucht, ist er da, ne? Jetzt haben wir schon mal eine Alge, wunderbar. Ich weiß, ich könnte mir doch einen Angelfreund mitnehmen. Lass dir doch was schenken. Ja, meint ihr? Aber ich kriege das, glaube ich, so schon zusammen. Ich kann mir ja nicht mal was schenken lassen. Wir schaffen das schon so, guck mal. Jetzt haben wir schon mal rote, wir haben grüne. Neben Luftblasen angeln. Ja, mach ich schon. Das kriegen wir noch hin. Brauche ich nicht, aber dankeschön. Ja, hat der Faser, da gucke ich mal eben. Mufasa. Okay, gucken wir mal. Wehe, der hat keine Fasern, Leute. Vielleicht hat er ja auch direkt schon Seil. Mal gucken. Christoph! Für Alge musst du angeln. Leider. Rüdi, nein. Ich will doch nicht angeln. Natürlich hat er nix. Na toll. Der hat nur Stoff und so weiter. Guck, vielleicht habe ich ja schon genug. Ich kann da nochmal gucken. Ein bisschen haben wir ja jetzt, ne? Nimm dir deinen Begleiter mit. Dann bekommst du mehr, ich weiß. Hallo Elisa, Jane, Juschkat. Hallo, versuch mal bei Vajanas Boot. Auch eine gute Idee. So, gucken, wie viel wir kriegen. Ja, guck mal, 40 immerhin. Können wir ein bisschen Seil mit herstellen. Zumindest 5 Stück. Hatte vor dem Update 39.000. Jetzt noch 21.000 Mondstände. Wo hast du so viel her, Yasi? Hast du denn auch alles gekauft, was es bisher gab? Eine Alge sind 5 Faser, Olli. Oh. Hat denn Vajana Algen? Die angelt doch nur Fisch, oder nicht? Oder was hab ich hier noch was drin? Nee, da habe ich nur Fische, ne? Das wird ja auch sonst zählen. Ich komme da gar nicht dran. Ne, hier, ansehen. Geht nicht, ich kann nicht ansehen drücken. Funktioniert bei mir nicht. Ich glaube, wir angeln einfach weiter. Mir geht ansehen bei mir nicht. Wir angeln einfach, Leute, komm. Boah, 21.000 Mondsteine, Wahnsinn. Oder hast du dafür Geld ausgegeben? Ja, ich habe mir ja schon überlegt, die Cozy Edition zu kaufen. Die dann zu installieren mit CD, dann gibt es ja auch 14.500 Mondsteine und die dann einfach wieder zu verkaufen. Weil ich will eigentlich nur die Mondsteine haben. Weil bevor ich mir für 50 Euro Mondsteine kaufe, Bildschirm geht gleich aus. Da kaufe ich mir lieber die Cozy Edition. Aber muss zugeben, hab für 100 Euro Mondsteine gegönnt. Ja, dann geht's natürlich leicht. Mann! Jetzt kriege ich keine Algen mehr. Ich kaufe mir alles. Nur den hässlichen grünen Bart habe ich geskippt. Den habe ich mir tatsächlich auch geholt. Der ist aber auch echt schlimm, muss ich sagen. Die Truhen sind im Weg bei dem Boot. Hat sie denn Algen tatsächlich, Vajana? Die hat doch nur Fisch, oder nicht? Ich probiere es gleich nochmal aus. Ich mache gleich die Kisten mal weg.
Ja, kriege ich jetzt auch mal Alge? Also, wo ist es denn? Okay, die Mission ist jetzt ein bisschen nervig. Los, mein treuer, knapper Angel. Angel, schmeiß deine lange Angelroute ins Meer. Ich bin Gaston und habe sowieso die längste Route. Ich könnte dir locker helfen, aber ich liebe es, dir zuzugucken, LeFlu. Das machst du wunderbar. Ja, noch eine Alge. Die sind sehr gut für den Muskelaufbau. Da ist sehr viel Eiweiß drin. Los, angel weiter. Zeig mir deine lange Route, Olli. Ah, wunderbar. Das lieben die Ladies. Lecker Alge. Dankeschön. Ich habe auch 1000 Mondsteine. Oh nein, Rüdi, wir sind arm. Wir sind pleite. Manche sind auch Algen, zumindest bei mir. Okay, da gucken wir gleich nochmal. Oh, dieser Blobfisch immer. Dieser Thaddäus. Thaddäus, Deus, Deus. So, okay, ich mach mal die Kisten eben weg. Aber ansehen kann ich ja trotzdem drücken, ne? So, machen wir es mal weg. Jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt geht's. Ihr habt recht, ihr seid echt schlau. Ich hatte noch wegen Cozy Edition mega viele Mondsteine über. Und Rest durch Dreamsteps. Ja, ich will mir ja auch diese Cozy Edition holen, die CD einlegen. Dann will ich mir die 14.500 Mondsteine holen und die CD rausmachen und das Spiel wieder verkaufen. Vielleicht für 25 Euro oder sowas. Weißt du, aber wenn ich die CD rausnehme aus der PlayStation, sind die Mondsteine dann auch weg? Beziehungsweise das, was ich mir... Ah, der ist echt Alge. Zumindest zweimal. Dankeschön für den Tipp. Sind dann meine Mondstein-Sachen praktisch auch wieder weg? Das wisst ihr, glaube ich, nicht, oder? Der Rest ist mir egal. Die Waschbären, das Haus und so will ich ja alles gar nicht. Und diesen Grinsekatzenpullover. Ich will nur die Mondsteine günstig ergattern. Und ich weiß nicht, ob das dann noch einer kauft. Beziehungsweise kann man es dann noch verkaufen. Das wäre dann ja nur das nackte Spiel an sich sozusagen. Ohne die ganzen Sachen. Ich habe noch 630, 650 Mondsteine. Das ist auch sehr wenig. Vor allem kommen die nächsten Wochen noch so viele Sachen. Aber geht es dann, Olli? Das weiß ich leider nicht. Du musst dann mit CD spielen. Okay, und dann sonst sind... Aber guck mal, wenn ich jetzt die CD habe, ich kriege ja die Mondsteine im Briefkasten. Wenn ich diese Mondsteine direkt ausgebe und dann die CD rausnehme, sind dann die Gegenstände, die ich mit dem Mondstein gekauft habe, weg? Oder wären nur die Mondsteine weg, wenn ich die behalten würde? Das wäre halt die Frage, ne? Weißt du, was das Beste ist? Alles klar, Martina, schlaf schön, gute Nacht. Olli, mega Geschäfte machen. Ja, also, ich finde schon 50 Euro für 14.500 Mondsteine. Ich habe mir das auch mal geholt. Ich finde das schon echt teuer. Also, das ist schon wirklich viel Geld. Ich habe schon 20 Euro ausgegeben. Oder 25 Euro habe ich schon ausgegeben. Ne, 30 habe ich letzte Woche ausgegeben. Also, das ist schon echt viel Geld. Aber ich will euch ja alles zeigen, ne? Jetzt habe ich mir das ja zur Aufgabe gemacht, euch jedes Mal alles zu zeigen in dem Shop. Das muss jetzt auch sein, irgendwie. Früher habe ich ja immer gewartet, habe gesagt, ach, das brauchen wir nicht, hole ich irgendwann mal. Olli, dein Plan geht nicht auf, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich will es auch nicht probieren. Und dann habe ich hier die Cozy Edition. Ich meine, ansonsten könnte ich die CD ja auch drin lassen. Und ja, weiß ich nicht. Wäre aber ein guter Plan vielleicht gewesen. Ich glaube, das weiß auch keiner, weil es noch jemand probiert hat. Weil dann würde ich bei eBay Kleinanzeigen wieder verkaufen für 20, 25 Euro. Vielleicht will einer ja nur das Spiel haben ohne die Sachen. Oder so, ich weiß es nicht. Und ich meine, da sind ja auch noch coole Karten drin und so ein Poster und sowas. Ich habe mir wegen dem Update Mondstein einen Wert von 75 Euro gekauft. Uiuiuiui. Teuer, teuer, teuer. Oh. Hä, deine Bildschirm ist schon ausgegangen? Hallo, Bildschirm. Mein Zweitbildschirm ist ausgegangen, sorry. Uah. Ihr müsst einmal wieder zurück. Chat muss auch wieder zurück. Wunderbar. So, wir gucken mal. Vielleicht können wir ja jetzt genug herstellen. Ich warte noch etwas mit dem Bündel. Kannst du ja. Das Bündel verschwindet ja nicht. Ich habe wirklich, ne? Glück. Meine Nachbarn sind toll. Ich selbst hätte keinen schöneren Tag herbeizaubern. Ja, ich auch nicht, blaue Oma. Ich auch nicht. Hallo, Claudia Müller. Hallo, herzlich willkommen. Olli, du kannst auch dann ohne die CD das Spiel nicht mehr starten. Echt? Ach, aber ich habe das doch auf der Festplatte drauf. Da kann man das nicht mehr starten. Krass. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, dann lass ich es lieber sein. Also dann lass ich es lieber sein.
Ey, Rüdi, jetzt hör bitte auf. Nein, oh. Du bist ja lieb. Danke, du hast auch selber kaum Mondsteine. Danke, Rüdi, nochmal für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Rüdi, ey. Danke, danke, danke schön, Rüdi, du spinnst. Werde ich auf jeden Fall investieren. Dankeschön. Das ist ja sehr, sehr lieb. Danke. Du bist verrückter. Du bist echt verrückt. Dankeschön, Rüdi. Olli, du kannst das Spiel ohne CD nicht mehr starten. Lohnt sich denn die Cozy Edition? Was ist mit meinem Spielstand? Und muss ich wirklich dann permanent die CD drin lassen? Ja, musst du. Das musst du. Anscheinend auch. Um auch, vor allem auch die Sachen zu behalten. Danke, Rüdi, für den Fünfer. Vielen Dank. Können wir jetzt immer noch nicht genug. Boah, ist das eine Plackerei. Das ist ja echt. Okay, nochmal zurück. Dankeschön, Rüdi. Danke. Ich spiele auf PlayStation 4 und muss immer die CD immer einlegen, um zu spielen. Ja, das ist aber blöd gemacht. Ja, da muss ich mir was anderes. Da muss ich mir die so kaufen. Wir gucken mal, was Mittwoch kommt. Ne? Wir schauen mal. Danke, Rüdi. Rüdi hat ja 5 Euro gespendet. Da sind schon mal ein paar Mondsteine drin. Wie viele Mondsteine kriegt man für 5 Euro? Ich guck gleich nochmal. Ich glaube 1200 oder so, ne? Alge. Oh. Glaub einfach weiter an dich selbst, dann geschehen wundervolle Dinge. Mach ich, blaue Oma. Dankeschön. Mein Schätzchen, ja, du bist ein sehr guter Angler. Oh, den Blubfisch, da mache ich leckere Blubfischkekse raus. Bibili, Babili, Busch. Ich wünsche dir ganz viel Algen für frische, lange Seile. Danke, blaue Oma, du bist wirklich eine moralische Unterstützung. Gar kein Problem, mein Enkelchen. Ach, diese jungen Leute heutzutage müssen die immer so viel angeln. Ich weiß noch, damals im Krieg, da hatten wir gar keine Angeln. Und vergiss nie, da hatte ich nur meinen Zauberstab. Alles besiegen. Ja, ich weiß, danke, blaue Oma, du gibst immer so weise Ratschläge. Und mir geht's hier so in deinem Kürbishaus, fängt schon an zu schimmeln. Ach, mein Liebling, mein Kürbishaus ist doch verzaubert, das schimmelt nie. Ich bin kein Liebes, ich bin ein Lieber. Mein lieber Scholli. Ich selbst hätte keinen schöneren Tag herbeizaubern können. Ja, ich auch nicht, blaue Oma. Du machst mich ein bisschen nervös. Also, wenn du jünger wärst, dann wärst du genau mein Typ. Ich selbst hätte keinen. Dankeschön, mein Schätzchen. Oh ja, du auch. Du hast immer ein bisschen blaue Haut und spitze Ohren. Aber das finde ich bei Männern sowieso ganz anziehend und reizend. Das haben alle Männer vor 1000 Jahren immer so getragen. Die plappert aber ganz schön viel. Wie geht's mit Merlin aus Berlin so? Alles gut bei euch? Ihr hattet ja mal so eine Dating-Phase. Ja, der Merlin aus Berlin, das ist auch ein ganz feiner Kerl, aber der hatte mir zu viele Krümel im Bart. Das ist ja eigentlich sonst so mein Steckenpferd, Männer mit Krümel im Bart, aber bei diesem Merlin aus Berlin, naja, ich weiß ja nicht. Naja, ich muss gehen, mein Schätzchen. Viel Spaß noch beim Angeln. Dankeschön. Oh, Junge, Olli, du angelst ja mal wieder. Das ist ja das Tollste hier im ganzen Spiel. Hallo, Maya. Du machst das richtig gut. Oh, Junge. Heute ist und kauf gerne mehr Mondsteine. Mickey Maus ist sehr, sehr arm. Ich brauche mehr Geld. Disney braucht Geld. Gib mir Geld für Mondsteine aus. Machen wir ja, Mickey. Du gehst mal ganz schön auf den Sack. Ich muss hier angeln. Oh, Junge, das höre ich aber ungern. Trotzdem bleibe ich bei dir stehen. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Oh, ich will keinen Blobfisch mehr. Bye, Lisa. Schlaf schön. Hallo, Maya Schwarzer. Nein, du hast noch nicht so viel verpasst, wie ich angel gerade ganz viel. Und da haben wir auch schon mal die Mike-Mission geschafft. Oh, Junge, du hast echt eine lange Angelroute. Die hätte ich auch gerne. Wo gibt es die denn? Die gibt es bei Obi. Da musst du mal hingehen. Geh mal ganz schnell hin. Das werde ich natürlich machen mit meinem Schatz Minimaus. Und danach machen wir ein leckeres Teekränzchen. Das wird wunderbar. So, jetzt reicht's aber mit Algen. Komm, jetzt haben wir doch genug, oder? Also, Ulrike, ja, danke schön. Wenn Disney mich haben will, gerne, gerne, gerne. Kein Problem. So, können wir jetzt das endlich machen. Hallo, Archivstaub. Schön, dass du wieder da bist. Reicht es jetzt? Wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Wahrscheinlich ein Seil wird noch fehlen. Ich glaube, ja, da fehlt, glaube ich, immer noch was. 2 Stück noch, okay. Warte, was braucht man nochmal? 2 Stück? Was brauche ich für 2 Seile? Für 2 Seile brauche ich 16 Faser. Für 16 Faser brauche ich 4 Algen. Ich glaube, 4 Algen brauchen wir noch.
Ich habe Mathe eine 5, ich habe absolut keine Ahnung. Dann gehen wir nochmal hier hin. Finde ich auch, Angeln ist entspannt. Sabine, danke schön. Danke, danke, danke schön. Ey, danke für deine liebe Spende. Das war viel zu viel. Danke, danke, danke schön. Sehr lieb, ich wünsche auch eine gute Nacht. Schlaf schön. Schön, dass du dabei warst. Danke. Ich ziehe jetzt auch noch die Mission durch. Ja. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt relativ schnell. Gute Nacht, Sabine. Schlaf schön. Ich verzweifle an dem Fungo. Was ist denn mit dem Fungo? Buzz Lightyear ist hier. Olli, du angelst für die Gerechtigkeit. Das finde ich wunderbar. Du solltest ein Space-Kadett werden. Ja, aber ich angle leider nur Blobfische. Ja, das gehört zur Ausbildung dazu. Wir scheitern mal alle. Das macht einen echten Space Ranger aus. Bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter muss die Angelrute ins Meer. Ja, Olli, genau so. Weiter so, mein Kadett. Schmeiß die Angelrute raus. Papa, komm endlich nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Und du bist doch auch krank. Und die Leute im Chat haben auch keinen Bock mehr. Keiner will angeln sehen. Ja, wir gehen ja gleich. Oh, die nerven mich alle. Kein Problem. Ein Space-Kadett muss das aushalten. Der muss genervt werden bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Sonnenschein, check. Na gut, Leute. Dann wollen wir mal gleich haben den Tag genießen. Hallo, Sarah. Hallo. Herzlich willkommen. Boah, ich will keine Blobfische. Haben wir denn jetzt genug? Ich weiß es gar nicht mehr. Olli, komm die Woche beim Einkaufen. Wir haben die Cola-Dosen im Angebot. Ja, ich muss ein bisschen weniger Cola trinken. Das war jetzt nur ausnahmsweise für den Stream. Weil ich da mal ganz gerne eigentlich so eine Coke trinke. Wann ist der nächste Live? Ich denke mal, Donnerstag werden wir machen. Du bist ein großer Yoga-Fan? Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Algen? Habe ich überhaupt eine Alge? Zwei Algen. Reicht dir nicht zwei Algen? Ich mache zur Sicherheit noch eine. Fugo kann man nur bei Regen angeln. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wow, Olli, das machst du wirklich super. Danke, dass du mich hier hingeholt hast. Ja, ist kein Problem. Gefällt's dir, Sully? Ja, wunderbar. Viel besser als ein Harryhausen. Und ey, ich freue mich, ich bin endlich arbeitslos. Man kann das Leben wirklich wunderbar genießen. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Wie weit bist du bei den Sternfahrtaufgaben? Noch gar nicht weit. Ich habe, glaube ich, 3 gemacht oder 4. Ich lasse mir damit Zeit. So haben wir zumindest immer ein bisschen was in den Streams zu tun. Faser? Reicht das jetzt? Wie viele denn noch? Oh Mann. Ein Seil noch. Ich denke mal 20 Uhr wieder oder 19.30 Uhr. Du brauchst noch 4. Oh. Ein Faser brauche ich noch. Okay, eine Alge brauchen wir noch. Ich kann nicht mehr. 4! Ich versuch's mal hier. Ja, es kommt leider immer nur Blobfisch. Blobfisch, Blobfisch. Komm, Alge, Alge, Alge. Komm zu Papa. Ja, komm. Eine mache ich trotzdem nochmal. Sicher ist sicher. Jetzt sollte es reichen, aber eigentlich, oder? Ja, jetzt reicht. Jetzt reicht's. Wunderbar. So, jetzt einfach nochmal wieder zurück. Da kriegt Mike gleich seinen Saal. Hallo, Captain Anni. Oder Captain Anni, hallo. Ich glaube, du bist auch neu. Ich habe deinen Namen, glaube ich, zumindest noch nie gelesen. Hallo, Joachim Downnickt. Hey, kannst du aus den roten Algen grüne Algen herstellen? Ich weiß, ich habe leider nur keine roten. Ich habe schon alle roten verbraucht, leider. Faser, 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 Faser. So, jetzt sollten wir es aber geschafft haben. Boah, das war ja eine Plackerei. Meine Güte. Lest mal, lass ich mir das einfach wieder von euch schenken. Das liebe ich immer am meisten. So, jetzt. Ja. Ah ja, die Maske noch. Und, wo ist es? Irgendwo hier unten, glaube ich, ne? Hier, die wunderbar... Ach, die ist... Ach, das ist rosa. Ach, die. Ja, die fand ich immer sehr witzig. Und ich soll sie tragen. Alles klar. Wunderschön. Also wunderschön. Gute Nacht, Michelle König. Dankeschön fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Hallo Sabrina Sief, hallo. Gruß geht raus. Das ist so mühsam, da hing ich auch eine Weile. Ja, das stimmt, das stimmt. Vor allem, wenn man nichts sammelt und sowas, ne? Sprich mit Mike, um seine Therapiestunde zu beginnen. Die müssen aber auch alle in Therapie, ne? War Beast nicht auch in Therapie? Ne, das habe ich mir ausgedacht, dass er in Therapie ist, ne? Aber irgendeiner war noch in Therapie, das vergessen oder so. Die sind alle fertig, ne? Aber ich war auch mal, habe ich auch schon mal erzählt, ich war auch mal beim Psychologen. Aber das ist, da war ich 20 oder sowas. Hey, hast du eine Minute? Der war blind, der war aber sehr lustig. Hallo, Glotzkowski. Ah, Rosa, was machst du denn hier? Wie kommst du hierher? Bist du... Der denkt echt, das bin ich. Mike, ich bin's Olli, ich trage ein rosa Kostüm. Oh, puh, die Ähnlichkeit ist wirklich unheimlich, hyperrealistisch. Also, diese Pappe ist wirklich sehr gut. Ich dachte, du wärst rosa, bis ich deine Beine gesehen habe. Die sind viel, viel hübscher. Glotzkowski. Wo sind deine Berichte, Glotzkowski? Oh, ich war beschäftigt und in einer anderen Welt. Und die kleinen Tiere haben mir alles gefressen. Ich mach sie fertig, versprochen. Das darf nicht noch einmal passieren. Nein, ich werde... weißt du was? Nein, ich muss das nicht hinnehmen. Ja. Hörst du mich, Rosa? Ich bin fertig mit deinen Berichten. Oh, ja. Fix und fertig. Ich bin endlich arbeitslos. Wie mutig von dir, Glotzkowski. Wie mutig von dir, Glotzkowski. Diesen Mumm habe ich immer an dir vermisst. Ja, genau. Ich bin der mutigste und leistungsstärkste Scherzer, den du je gesehen hast. Geht es hier wirklich um die Berichte, Glotzkowski? Geh in dich, lass alles raus. Hm, da ist noch etwas anderes. Es sind deine Haare. Es sind deine Haare, Rosa. Meine Mutter hat die gleiche Frisur. Weißt du, wie es ist, wenn du jeden Tag zur Arbeit kommst und die Frisur deiner süßen Mutter auf dem Dorn in deinem Auge siehst? Lass mich wieder zu Rosa wechseln. Achso, passiert jetzt erst. Glotzkowski, vielleicht sind deine Mutter und ich beste Freundin. Vielleicht stehen wir uns so nah wie Schwestern oder vielleicht bin ich sogar deine Mutter. Hast du schon mal daran gedacht, du bist aus meinen Lenden entsprungen? Man sieht doch die Ähnlichkeit. Ich bin auch so grün wie ein Popel. Nenn mich ab jetzt Tante Rosa. Keine Witze darüber, okay? Wir sind kurz vor dem Durchbruch. Du bist nicht meine Chefin, Rosa. Du arbeitest nicht einmal mehr in der Fabrik. Wenn ich meine Berichte zu spät abgebe, können die oder deine Schwester Sally damit nerven. Ja, lass los, Mike. Warte, was? Sally ist der CEO. Die Berichte sind sein Problem. Ich bin das Talent, das Supertalent. Hm, ich bin sicher, das hilft. Aber hat das geholfen? Fühlst du dich jetzt besser? Ich fühle mich so viel besser. Tada! Wow, das hat wirklich geklappt, Olli. Ich helfe gerne. Wir können nicht zulassen, dass sich unsere neuen Besucher in ihrem neuen Zuhause unwohl fühlen. Jetzt kann ich endlich aufatmen. Ich fühle mich erholt, verjüngt. Danke, Olli. Ich glaube, jetzt kann ich es hier tatsächlich genießen. Übrigens habe ich gehört, dass die Dorfbewohner versuchen, sich mit Geschenken bei dir zu bedanken. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ja, das kommt manchmal vor, aber du musst dich nicht gezwungen fühlen. Her damit. Oh, ich schon. Hier, nimm das. Was kriegen wir? Ja, das ist ein Stuhl, ne? Na, ne. Okay, Müllbeutel. Eine der besten aus meiner Sammlung. Das ist wirklich eklig, Mike. Wenn du tropfende, mit Rotz gefüllte Taschentüchen eklig findest, dann ist das ebenso. Ich hoffe, es gefällt dir. Da ich nicht mehr so ängstlich bin und nicht mehr niesen muss, sehe ich mir diesen Ort mal an und wie wir ihn besser machen können als je zuvor. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du dir ausgedacht hast. Bis später, Mike. Da gibt's einen Strand. Ja, was haben wir bekommen? Lol, okay. Das ist ja wirklich nichts Wildes. Stell dir mal vor, die vermischen die EDV mit GTA. Das wäre natürlich sehr cool. Nächstes Jahr GTA 6. Ich hacke nach dem Stream noch eine Weile, sonst gebe ich auf für heute. Alles klar, Leute, ich mache heute für heute auch Schluss. Danke fürs Einschalten. Wurden doch 2 Stunden. Wunderbar. Wunderbar. So, ihr Lieben, Didgeridoo, schlaf du auch schön. Wie kommt man so schnell in fruchtbare Erde? Kriegt nichts zusammen beim Buddeln. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, manchmal kann man die auch kaufen, ne? Oder? Okay, Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Livia, danke nochmal für alle Spenden. Danke an Shanti. Livia auch. Und danke an deine Spenden. Danke an Melanie P. Danke an Sabine. Danke an Monika. Danke an Diana X. Danke an Diana P. Danke an Rose. Danke an Tommy. Danke an Rüdi. Da waren sogar, glaube ich, noch mehr. Ja, da waren noch mehr. Danke an die lieben Mods. Danke an Yasi, Livi, Linda. An Speed, der auch kurz dabei war. An Cindy. Danke, danke, danke schön. Kommt gerne in meinen Discord-Kanal. Links in alle Kanäle und Videobeschreibung. Folgt mir überall gerne. Würde mich sehr freuen. Lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Würde mich auch sehr freuen. Aktiviert die Glocke. Wäre auch sehr, sehr geil. Also wenn ihr auf die Glocke unten noch drückt. Ihr kennt das ja, ne?
Donnerstag sehen wir uns auf jeden Fall wieder. 19.30 Uhr, 20 Uhr, so um den Dreh. Ich schreibe es bei YouTube natürlich rein, ne? Wünsche euch eine gute Nacht, eine gute, geile Woche. Ne? Gute Nacht, Celine. Gute Nacht, Alexander, Caroline, Ems, Silke, Nan, Schmidi, Sabrina, Cindy, Conny, meine Freundin Conny, Heike. Danke für die gute Besserungsgenesung. Euch auch eine gute Besserung. Gute Nacht, Samira, Anni, Taddelchen, Maja Schwarzer, Diana, Jennifer Tutas, Nan, Bell. Danke, danke, danke für alles. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Oh. Ja, ich habe leider so ein Bauchziehen. Kennt ihr das, so Bauchkrämpfe? Uiuiui. Ne? Mist, genau zum Ende. Tollkirsche. Herzlich willkommen. Ja, leider. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Guckt ihr es gerne nochmal nach. Donnerstag, 20 Uhr geht's auf jeden Fall weiter. Vielleicht bist du dann dabei, Tollkirsche. Rüdin, schlaf du auch gut. Danke für, auch für deine krassen Spenden. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. Danke für die Treue, die ihr mir haltet. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zocken und ja, beim Genießen des Lebens. Und jetzt abschalten, meine Lieben. Wir gucken jetzt alle Big Brother noch. Schlaft schön, esst euch noch was Schönes. Gute Nacht, Alexandra. Dankeschön. Mausling TV, dir auch eine gute Nacht. Gute Nacht, Kieber, Ulrike. Ja, würde mich freuen, Tollkirsche, würde mich freuen. Gute Nacht, Marco. Viele Grüße an Heidi. Gute Nacht, Linda. Gute Nacht, Samira. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.